Dann moin zu einer neuen Folge aus der Corner. Es ist einfach nur fantastisches Wetter hier in Köln. Geht schon los, ich war noch am Handy. Oder er zählt am Handy. Digga, sag, zähl doch 3, 2, 1 runter, was ist das? Nee, jetzt starten wir auch nicht mehr neu. Mit dabei meine werten Kompagnons, Freunde, langjährige Freunde, Dominik und Reetzmann und Kevin. Dominik ja? und Reetzmann. Habe ich Dominik und Reetzmann gesagt? Ja. Dominik, Reetzmann und Kevin vom Edel Talk. Ich grüße euch. Seid ihr fit oder was? Hallo, nö. Guten Morgen, mein Lieber. Wir haben es gerade frische 11.30 Uhr. Ja? Ja. Wir sind alle frisch in den Tag gestartet mit vielleicht ein bisschen Verzögerung. Wir machen euch gleich schon mal einen Schirm hier ready. Ja, weil es nieselt ein bisschen. Das Wetter ist nicht das Beste. Bro, also ich habe aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, es ist eine mega smarte Decision, nur mit Pullover loszugehen. Aber zum Glück hatte Dominik so halbe Lager nochmal in seinem Kofferraum. Ja, ja. Bruder, er hatte alles. Er hatte Campingstühle, die Campingstühle hinten drin gehabt. Ja. Die Jacke, die er gerade anhat, die Jacke, die ich gerade anhab. Du hattest noch irgendwas drin. Du hattest noch irgendwie so einen Rucksack drin, Bro. Ich habe auch Loki meine Winterhandschuhe mitgenommen. Falls es so kalt wird, es hier gleich vom Mikrofon halten. Aber ich habe es jetzt nicht hier dabei. Deswegen, ja, ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Ich glaube, wir schaffen es. Es ist auf jeden Fall frische 8 Grad. Es nieselt auch ein bisschen. 8 Grad sind gerade? Habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Ach so, okay. So vermutet. Es fühlt sich an wie 8, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es so nasses. Ist ja, so cool. Nasses. Henke hat sich für uns wirklich wieder das schönste Wetter ausgesucht. Ja, ich kann es ja auch nur. Pass auf, ihr habt ja sowieso so einen strikten Terminplan. Ich habe deadass vor 2 Wochen Tim geschrieben: Yo, wann haben die Jungs Zeit? So, und mir wurde heutiger Tag genannt. So, und jetzt sitzen wir hier, in dieser illustren Runde. Ja. Die wir die du Ficker. Dann ist es so, was? Du hast gestern deine Dino-Nuggets nicht leer gegessen, deswegen regnet es, du Wichser. Nein, hast du gestern nicht aufgegessen, Hurensohn? Ja. Hurensohn sagen. Darf man Hurensohn sagen bei Funk? Ja, das soll Ficken sagen. Hurensohn. Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Ey, Mann, guck mal. Ich find's geil, wie wir so in 10 Minuten hier sind und Henkes Podcast ruinieren. Es ist geil, wenn man mal zusammen woanders ist. Ja, ja. Das hatten wir doch nie so richtig. Nee, habt ihr wirklich noch nie gemacht, oder? Ich glaube nicht, Mann. So, es ist nicht Podcast, aber wir waren zusammen bei World Welt Wohnzimmer. Aber das ist anders. Ja. Das ist ja anders. Ja. Wir kamen ja auch, Bruder, wir kamen auch rein, der hat erstmal so ein Typ so in die Ecke geschissen und so. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, hier ist wild, Mann. Ja, ey, ganz kurz, weil wir so reingestartet sind, Bro, vielleicht noch, gehst du noch kurz in den Flugmodus? Ich das gleich, schon. Ah, okay, okay. Bin auch ein Profi. Ja, ja, klar. Nicht, dass die ganze, ich dachte, du bist noch so am Handy am Chillen gewesen, nein, weißt Bruder, du? Nicht, dass ich direkt geswitcht, als ich mitbekommen habe. Ich bin noch ein Profi. Digga, wir machen doch schon seit Jahren. Okay. Podcast, Digga. Ihr wart auf Tour. Yes. Yo, Sir. Wie war's? Was würdest du sagen? Bro, also ich glaube, ich würde es ganz easy mit einem Satz zusammenfassen können. Also wir können natürlich dann auch noch ausführlicher drüber reden. Naja, aber ich klar. glaube, so, wenn ich es mit einem Satz zusammenfassen müsste. Erste Zusammenfassung. Dann wäre es, ich fand's sehr geil und ich glaube, ich brauche es jetzt aber erstmal eine längere Zeit nicht mehr. Okay, aber. Oder aber du schließt jetzt nicht aus, dass ihr es nochmal machen genau, würdet. Genau, ja, ich fand's geil, aber ich bin froh, dass es vorbei ist. So ist vielleicht ganz gut. Okay, was auf Reetzmann? Ja, es ist auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall echt richtig anstrengend so. Das hat man auch nicht so richtig auf dem Schirm, finde ich. Ja. Wie anstrengend das dann am Ende ist. Aber das halt dann am Ende auf der Bühne stehen oder das Feedback von den Leuten zu bekommen, die wirklich halt, für die das so geil ist und also so, ich meine, für uns war es natürlich auch schön und so, aber man merkt dann teilweise, dass Leute das so crazy abgefeiert haben und dass das für die richtig viel bedeutet so und ja, allein Mann. Deswegen sage ich, müssen wir das schon irgendwann nochmal machen, aber ich glaube, wir haben halt auch gemerkt, dass es jetzt gar nicht unbedingt sein muss, dass wir sagen, ey, wir müssen jetzt alle Tourstops schaffen innerhalb von 10 Tagen, genau, sondern man kann das ja auch outstretchen mal auf so ein paar Monate. Ich glaube, das ist das Main Problem gewesen. Wir haben halt innerhalb, also wir haben halt gesagt, ja, lass versuchen, so wenig Zeit wie möglich dazu zu wasten für so eben, nicht wasten, das ist das falsche Wort, also aber so aufzuwenden. Genau. Und haben dann halt versucht, alles innerhalb von 2 Wochen so, ich sag mal, durchzuprügeln. Ja. Und es ist aber am Ende des Tages halt ein Podcast, der davon lebt, dass wir halt irgendwie frische Themen haben und sowas. Ja. Und uns, sag ich mal, kurz auch mal erholen von aber der letzten Folge. Aber jeden einzelnen Auftritt habt ihr released auch, ne? Als ja, genau, genau. Und es war halt so, wir hatten einen Auftritt in Hamburg. Das war der erste. Das war der erste, wo ich auch war. Genau, dann hatten wir so, ich glaube, 1,5 oder 2,5 Wochen Pause sozusagen. Ja, da war also eine größere Pause. Da hatten wir normale ja. Streams und so, also ja. alles normal. Und dann haben wir wirklich, dann war wirklich ein Tag Show off, Show off, Show off. Da hat der komplett durchgeprügelt. Und dann also wir, die, und wir den letzten Rest acht mehr Shows, oder weniger. Also 7 Shows ja. dann innerhalb von 14 Tagen quasi. Das ist halt krank. Das tricky Ding war dann auch, teilweise waren dann aber 2 Tage Pause zwischendrin. Ja. Oder sind wir dann nach Köln zurückgefahren, hatten dann hier einen Tag und dann wieder in die nächste Stadt und sowas. Ja. Also das war auf jeden Fall alles in allem schon ziemlich stressig, aber
ja, keine Ahnung, muss man am Ende, aber war auch ein geiles Gefühl einfach, es ne? War, also wirklich sehr, sehr, ja, sehr, es, sehr nice. Es war auf jeden Fall auch machbar. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt am Ende unserer Kräfte waren oder so, aber es war auf jeden Fall schon anstrengend, als ich dachte, gerade mit so Stream. Ja, voll. Und mich fuckt es dann auch immer ab, wenn ich dann halt so weit weg, so lange weg bin vom Stream. Aber da meinte mein Stream auch so, dass es halt mega, dass, also dass sie das ja checken und dass es, dass sie finden, dass das mega worth ist und ich das eher genießen sollte oder wir das eher genießen sollten, dass Leute zu unseren Shows live kommen. Ja. Und gerade was Dominik meinte, so, ich glaube, für mich persönlich war immer so dieses, diese Belohnung. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wenn jetzt zum Beispiel so ein Comedian auf der Bühne steht, dann ist es für den so der Applaus oder sowas cool, am Ende. Cool. So, weißt du, dieses krass, da hat man abgeliefert. Ja. Aber so, ich glaube, so dieses belohnende, dieser belohnende Moment war nach jeder Show immer das Meet and Greet eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Das war ja übertrieben geil. Ja. Aber es hat ja auch nochmal richtig lang dann gedauert. Aber also das war eine Sache, wo wir von vornherein gesagt haben, man, das wollen wir auf jeden Fall machen. Also es war ein Ziel, dass wir halt in jeder Stadt jedes Meet and Greet komplett, also jeder, der sich anstellt, kriegt mindestens ein Foto mit uns. Das war die Prämisse. Genau. Und ich habe echt Angst gehabt, dass es nicht klappt, weil da gab es ja auch am Anfang diese, oder bevor es losging, diese Probleme, dass es dann hieß, yo, ihr habt immer nur so eine Dreiviertelstunde, Stunde an jeder Location danach nochmal, weil halt Security nach Hause muss. Ist ja auch irgendwo verständlich. Ja, ja. Aber da hatten wir halt dann Angst, dass wir dann dieses Versprechen nicht halten können. Bruder, wir haben es überall gehalten. Es hat nirgendwo nicht hingehauen. Genau, wir mussten halt ein bisschen Gas geben, weil wir wollten auf jeden Fall alles schaffen. Aber trotzdem, wie ich das meinte, es war einfach ein krasser Moment, die Leute zu sehen, die sagen dir dann kurz in zwei Sätzen irgendwas, sagen, ey, das war so geil, ich habe mich da seit Monaten drauf gefreut oder keine Ahnung, das war mein Geburtstagsgeschenk oder so, so Sachen gab es ja auch, ne? Boah, es gab auch richtig krasse Sachen, ne? Es gab auch so, das ist immer so eine Sache, die hört man auch manchmal so in so Donations oder im Chat oder so, aber das ist nochmal anders, als wenn das jemand so persönlich sagt, sagen manchmal so Leute so Bro, du hast so mäßig mein Leben gerettet oder so. Das, ja, das finde ich halt auch, gibt's auch immer. Dann, ne, das ist ja so eine Floskel, die man auch so, sag ich mal, ohne viel Bedeutung sagen könnte, aber dann sagen die so Beispiele dazu, was passiert ist und dann meinten die so, ja, in dem Moment ist aber dein Stream dann live gegangen, Bro. Und dann denkst du dir auch so, ja, das ist crazy. So ein Beispiel hatte ich halt auch auf der auf einer Convention, wo ich moderiert habe. So, da kam auch einer zu mir und meinte halt, ey, so, du und deine Truppe, so, also der meinte halt uns so als kompletten Freundeskreis, ihr habt halt dafür gesorgt, dass ich noch am Start bin. Das ist halt so crazy, das ist halt so tough. Ey, das ist richtig, also an sich ja richtig schön, dass es so ist, ne? Ja. Also das freut einen ja. Aber es ist dann auch teilweise so, dass ich denke, boah, ich will es auch irgendwie, ich will nicht sagen, ich will es nicht hören, aber das macht mir auf einmal so eine Verantwortung bewusst, ja, der ich eigentlich gar nicht so richtig bewusst sein möchte die ganze Zeit, weißt du? Ja. Weil sonst sitzt du so im Stream und wenn du die ganze Zeit nur dran denkst, oh shit, Alter, für mich ist, ich laber gerade irgendeine Scheiße hier bei Minecraft, aber vielleicht für manche Leute ist das gerade hier so ein richtig krasser Moment, wo sich irgendwas richtig krass für die entscheidet, man, das willst du ja eigentlich gar nicht bewusst haben. Ja, ist dir das wirklich bewusst? Aber ich denke, hast du das dann quasi so, dass du sagst, oh, wenn ich heute nicht live gehe, dann, also das ist ja dann richtig hoch gestochen, ne? Aber wenn ich heute nicht live gehe, dann save ich eventuell kein Leben, wenn du sowas hörst. Nein, Bro, dann hätte ich in den letzten vier Wochen auf jeden Fall einige Leute umgebracht. So, deswegen, dann fickst du vor allen Dingen auch dein eigenes Leben, Bro. Das ist auch nicht Sinn und Zweck. Nein, deswegen, ich meine, da darf man halt im Alltag nicht so dran denken. Man darf sich nicht zu doll reinsteigen. Aber trotzdem immer wieder krass, sowas halt zu hören. Ne? Deswegen, also ich denke aber schon, cool. Ich denke aber schon so drüber nach, dass wenn ich ein Stream nicht online komme, es ist weniger geworden, seitdem ich so Therapie gemacht habe zu diesem Thema und so, aber ich denke schon immer noch so, dass man so mäßig Leute enttäuscht, wenn man nicht online kommt. Ja, wie ist es gerade, was so psychischen Druck angeht bei euch? Was so dieses Streaming-Ding angeht, seid ihr gerade solid so davor? Oder ist also ich mache mir immer Druck. Ja, das unter Druck entstehen Diamanten. Aber wann wird's denn mal ein Diamant, Bro? Du machst seit 10 Jahren Druck. Ich bin immer noch ein Stück Kohle. Ein Stück Kohlenstoff. Aber ich mache mir immer Druck, aber ich finde es halt, also für mich ist es halt wie so eine Art Wettrennen gegen die anderen. Ja. So alles. Und vor allen Dingen auch ein Wettrennen irgendwie gegen mich selber so. Aber ich halte es, glaube ich, gerade in einem gesunden Maß. Mhm. Aber für dich ist Twitch allgemein relativ kompetitiv, oder? Die ganze Geschichte? Oder dann hast du es allgemein? Rätsel, wie ist es bei dir? Boah, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, man vergleicht sich nicht. Ja. Aber man muss aufpassen, dass man am richtigen Punkt das halt abbricht, das Vergleichen. Ja. Weil das kann dich halt auch komplett mental zu Tode ficken. Ja. Und kann dich halt auch an einen Punkt ranführen, wo du dann so kompetitiv bist und dich so vergleichst, dass du dann
dass du dann selber gar keine, nicht mehr die richtige oder die eigentliche Leistung mehr erbringen kannst, ja, weil du dich selber so kaputt gemacht hast damit, ne? Aber ich würde sagen, jetzt gerade, also ich war so ein bisschen, weil es war halt während der Tour so, wo Kevin dann es immer geschafft hat, wirklich, wenn wir diesen einen Tag in Köln hatten, er war immer direkt online so, ich sag, ey, ich hab das nicht geschafft, gell? Wir kamen da an, Digga, ich war so tot, ich hab das einfach nicht gepackt. Dann war ich jetzt 2 Wochen im Urlaub. Und dann war es schon so, dass ich am Ende so echt so hibbelig wurde und dachte, boah, das war ich echt schon lang nicht mehr so consistent mal online, so dass ich, boah, will, das, jetzt, ich will jetzt endlich wieder auch, online kommen. So. Ich finde, man merkt das auch krass. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht der Average-Zuschauer. Ich gucke ja selten so wirklich Streams von anderen oder so. Ja. Aber zum Beispiel gestern, ich habe so meinen Stream ausgemacht und habe noch so überlegt, ja, soll ich jetzt irgendwie einen hosten oder so? Dann hatte ich aber auch keinen Bock, die gleichen 3 Leute wie immer zu hosten. Und dann ist mir eingefallen, dass du ja auch wieder live bist. Und dann war ich ja auch, glaube ich, dir bei WhatsApp geschrieben. Ja. Also ich, Digga, ich habe voll vergessen, dass du heute streamst. Allgemein, also weißt du, es gibt so Leute, da habe ich so auf dem Schirm, die streamen jeden Tag. Ja, ja, ja. So ein Hugo zum Beispiel. Ja, aber jetzt ja auch nicht mehr. Ja, aber fast jeden Tag. Hugo, nimm deine Pause, wenn du brauchst. Und ich kann mir relativ sicher sein, der ist online. Ich check, was du meinst. Oder Stegi oder so. Und das hatte ich bei dir jetzt zum Beispiel schon nicht mehr auf dem Schirm. So. Ja, ja, ich check, das war also ja auf jeden Fall auch eine Weile so. Ja, krass, wie viel das ausmacht, wenn man nicht konsistent ist und dementsprechend bin ich sehr konsistent. Halt. Voll, ich meine, das war ja bei mir auch so ein großer Grund, weswegen ich dann irgendwann aufgehört habe, weil, guck mal, wo du halt sagst, du fuckst dich drüber ab, dass oder freust dich im besten Fall auch noch drauf, dass wenn du wieder online gehen kannst oder willst ja unbedingt wieder online, bei mir war es halt der Punkt, ich habe mich drauf auf die Off-Days gefreut. Ja. So, und ich glaube, wenn du an den Punkt mal kommst, dass du, aber das ist dann so switched, aber auch über Long-Term, weißt du? Ja. Dass du jetzt nicht die ganze, also, ich meine, du hast es ja nicht die ganze Zeit gehabt. Du hast bestimmt zwischendurch Phasen, wo du dachtest, oh, jetzt hängt es gerade so ein bisschen durch, so, man ist echt viel dabei. Aber dass du mal zwischendurch dir sagst, so, oder dass, wenn du dir auf lange Frist dann sagst, ey, Mann, ich hasse dich ja eigentlich nur von Off-Day zu Off-Day, so, und habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Das war zum Ende hin bei mir halt voll die Situation. Ich meine, das machen halt viele Leute in ihrem normalen Job. Ne? Wollte ich gerade sagen. Genau. Aber die müssen da halt nicht kreativ sein, die müssen halt eine Excel-Tabelle ausfüllen. Genau. So, und du musst aber halt Unterhaltung bringen. Und das kannst du halt nicht, wenn es für dich eine Last Qual ist. Ja, ja, oder dass du sagst, boah, jetzt muss ich heute streamen oder so. Ich meine, klar, wie gesagt, jeder hat das schon mal. Ja? Auch wenn du gerade in einer Phase bist, wo du sehr consistent bist und alles macht dir richtig Bock, wird es trotzdem mal einen Tag geben, wo du denkst, boah, wenn ich jetzt einen normalen Job hätte, würde ich einfach einen Krankmacher heute reinschieben oder so, weil einfach alles ist quakig, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, kein Plan, irgendwie wird einem liebst einfach mit Freundin irgendwas essen gehen und chillen einfach den Tag, so, ne? Hast ja auch. Ja. Aber wenn das halt immer so ist, so wie du es beschrieben hast bei dir dann so, dass du dich dann wirklich nur von Off-Day zu Off-Day hangelst, bro, ja, das ist halt ein Teufelskreis, weil das merken dann auch wieder die Leute, dass du irgendwie nicht so entertained bist, dann schauen weniger zu, dann fuckt das dich das noch mehr halt ab. Das ist ein Teufelskreis. Dann, ja, und, dann, genau. Und dann kommt der ganze Scheiß hinterher, weil dadurch, dass du finanziell davon abhängig bist, kommst du halt an den Punkt so, okay, du hast gar nicht mehr so den Drive zu streamen, dann sagst du dir, ach, ja, wenn ich jetzt, also dann bleibe ich lieber offline, bevor es halt scheiße wird, so ein bisschen Christian-Lindner-Taktik. So, und dann lässt du es bleiben, aber dann bleibt auch der finanzielle Input für dich aus, ja, Mann, dass du halt sagst so, ja, okay, scheiße, ich muss ja auch irgendwie so meine Rechnung bezahlen. Ja, normal. Und dann kommst du ja in so eine Abwärtsspirale rein, was ja für mich beispielsweise diese Stuttgart-Zeit war. Mhm. So, dass du dann quasi, oh kacke, wie ich muss jetzt gucken, wie ich irgendwie mein Fressen bezahle, etc. pp. Ja. Ja. Und ich glaube, das war dann so halt, hast du halt im Kopf nicht den Freiraum, um kreativ als so irgendwie zu werden. Genau, dann ne? streamst du, weil du Geld brauchst oder so. Das ist, halt dann, das ist ja vielleicht das Paradoxe daran, du willst dir Druck rausnehmen, aber alle anderen, ich sag mal, Parameter in deinem Leben wirken druckmäßig nochmal auf dich drauf. So dadurch, dass sie halt, ja, wenn dass du halt so Druck aus dem Streaming, wenn du Druck aus dem Streaming rausnimmst, baust du aber wiederum Druck auf mit, wie zahle ich meine Miete zum Beispiel. Genau. Außer du hast halt irgendwie noch andere Standbeine oder hast halt so viel Cash auf dem Konto, dass du halt sagst, ey, ich kann auch mal ein halbes Jahr kurz chillen, das juckt jetzt nicht so dolle. Ja. Aber wenn das halt nicht ist und wenn du halt wirklich existenzmäßig schon davon abhängst, dass da Geld reinkommt, ja, dann ist das halt noch ein Faktor in der Teufelsspirale. Aber deswegen bin ich froh, Henke, dass du dein Podi jetzt hier gefunden hast. Das ist geil, das ist wirklich geil. Das ist wirklich, ich habe dir das auch schon privat gesagt, aber das ist wirklich cool, dass du dieses neue Projekt gestartet hast und ich habe auch das Gefühl, das macht dir mehr Bock und so. Ist auch so. Und ist viel geiler. Und dass es so schnell halt funktioniert sozusagen. Eben. Und dass du es halt for living machen kannst, ist geil. Das ist dein Herz, Bruder.
Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade, sag ich dir ehrlich. Gänsehoden. Nee, aber, komm, so ich habe das Gefühl, wir sind die Eltern und du bist der Sohn gerade. Ja, aber das Ding ist aber, wenn ich so zurückdenke, wir kennen uns jetzt auch schon wahnsinnig lange. Ich meine, wann ist diese Gruppenkonstellation entstanden, dass wir jetzt schon alle zusammen rumhängen? Ich weiß nicht, wann ihr beide euch kennengelernt habt, aber wir beide haben uns da damals bei Simon kennengelernt, da in der Hamburger Wohnung, Junge. So wo richtig ich Age von Simon gespielt habe. Was war das, 2017 oder so? Es müsste so, ich glaube, es war Ende 16. Kann auch sein, ja. Ende 16, ja. Anfang 17. So also in dem 2016 war auf jeden Fall das große Counter-Strike-Jahr. Und dann kurz darauf kam H1Z1 und es muss entweder Ende oder Anfang 2017, Ende 2016 sein. Haben wir uns nicht in so einer PUBG-Runde kennengelernt? Oder war also, das wie Niklas dazu gekommen ist? Wir haben uns auf jeden Fall übers Zocken kennengelernt. Ja, ja, ja. ja. So, okay. Guck mal, Kevin habe ich ja damals so kennengelernt bei Simon und ich wusste ja nicht, wer Kevin ist. ja. So. Ja. Und ich wusste ja auch, von den ganzen Twitch-Dingen hatte ich ja gar keine Ahnung. Ich wusste zu dem Zeitpunkt auch selber nicht, wer ich war, Digga. und Kevin war ja für mich der erste quasi, der erste Creator, der nur for living über Twitch-Streams gemacht hat. So. Oh ja, true. Und das war ja für mich so ja, voll weit weg. Gar für mich einfach so, war ja Twitch diese Plattform, okay, da gehen die ganzen YouTuber drauf, weil es damals keine ordentliche Livestream-Funktion von YouTube selber gab. Ja, ja. So. Und da gab es halt Kevin, der halt so pioniermäßig für die deutsche Szene halt schon Streams ja, gemacht hat. Das haben schon viele Leute zu der Zeit gemacht. Ja, ja, safe, aber ich glaube... schon auch ein bisschen hat schon Pionier gemacht. Da, du bist da so ziemlich, also einer der gewesen, die halt schon rausgestochen sind in Relation zur ja, Gesamtheit der Streamer, oder? Ich glaube auch, aber es gibt viele Leute, die das schon lange gemacht haben. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an meine Anfangszeiten, also jemand, der viel gestreamt hat früher, war Paluten, aber das war ein bisschen mehr so, wie du meintest, das war ein YouTuber, der halt keine Livestream-Funktion auf YouTube hatte, ja. Aber Paluten war trotzdem jeden Abend live. Also ja, wirklich cool. Jeden fucking Abend. Und aber ich denke gerade so an Leute wie so ein Funk Royal oder so, ich weiß nicht, yeah, ob du kennst. Ja, Shoutouts, guter Mann. Shoutouts, Ole Max, Digga, big up. Guter Mann. Der zum Beispiel, der war halt auch, also das ist so für mich quasi so der, einer der ersten, wo ich das auf dem Schirm hatte, der streamt for living only. Also der hatte damals schon halt mal seine krass. 2000 Viewer oder so. Bro, das war krass, also damit man als Vergleich Paluten hatte 4000, yeah. Das war... das krasseste, was es gab, abgesehen von so diesen Revi, Simon Unge, 24-Stunden-Streams und sowas, die hatten dann immer so 20.000, 30.000, so dumm viele, ja. Weil die so auf YouTube announced wurden. Aber so diese Leute, die so regelmäßig gestreamt haben, die hatten 4.000, 5.000 Viewer oder so. Das, und dann ist halt 2.000 für jemanden, der das only macht. Ja, safe. Ich meine, 2.000 Viewer sind immer noch jetzt... immer ist, noch heftig. Ja, klar. Ja, ja jetzt, also du kannst jetzt halt solides, wieder, weil soliden Cash machen mit 2000 oder du kannst Concurrent easy Viewern. Mit 2000. Also wenn du es cool. richtig machst, kannst du mit 2000 Viewern easy leben davon. Damals cool, war cool. das krass, weil es gab, also nicht viele Leute wussten, was Twitch ist. Und inzwischen ist es wieder krass, weil so viele Streamer da sind, ja. dass wenn du es, also ja, ja, dass ja. es ja wieder krass ist, wenn du es trotzdem schaffst, Leute zu bündeln bei dir irgendwie. Ja, ne? ja, voll. Genau, genau. Ich meine, der ja, Markt ist ja intens riesig geworden. Ja, ja. So, ist auch gut, hoffentlich weiter ich mein, so. Wenn ich alleine so bei mir in der Liste gucke, wie viele Leute ich folge und ich sag mal, wie auch der Kreis um uns rum nochmal größer geworden ist an Leuten, mit denen wir hängen, so ist es ja einfach krass gewachsen, es hat sich ja, wie ich fast meine, so verdreifacht. Ja, ja. Ja, so. Safe. Also es ist inzwischen halt auch einfacher, Leute zu nennen, die nicht streamen oder mal gestreamt haben, als Leute zu nennen, die streamen. Es ist wirklich crazy. Es gibt. Es ist gibt, auch so. Jeder ach, so hat du, ja. at some point schon mal gestreamt. Was aber cool ist, weil. Ja. Selbst wenn die Leute nach 3 Wochen wieder aufhören, bringen die trotzdem irgendwie ihre Audience mit dahin. So. Ja. Das ist aber gerade so ein krasser in unserer Bubble-Moment, oder? So, cool. Wir leben in so einer Welt, wo jeder schon mal gestreamt hat und shit. Aber ja, so für so einen normalen Menschen stimmt, tickt das ja, richtig das verrückt. Aber wir sind ja auch steady von so, wir sind ja einfach steady davon umgeben, was du halt sagst, ist halt eine Bubble, ist halt so eine ja, Dunstblase. Ja. Ja. Und für uns ist das so ein super omnipräsentes Thema. Ne? Mich würde das mal voll interessieren, vielleicht könnt ihr das mal in die Kommentare packen oder so. Wenn ihr jetzt einfach so gar nichts damit zu tun habt und ihr seid einfach gerade irgendwie zum Beispiel Student oder arbeitet einfach einen normalen Job und seid einfach ein normaler Mensch, nicht so wie wir, ja? Ja. Yeah. Ist es dann trotzdem inzwischen schon so, nicht dass... Nicht so wie wir, Digga. Holy shit, Gänsehaut. Ja, nein, im Sinne von, dass wir hier halt so voll die Spinner sind, die hier so denken, das ist das normale Leben. Ja. Yeah. Aber vielleicht ist es inzwischen ja doch so, dass auch jeder, der einfach halt so, keine Ahnung, wie soll man sagen, halt seinen klassischen Lebens... Ah, dass der auch schon mal getried hat zu streamen? Ja, oder dass jeder kennt so einen Kollegen oder so. Vielleicht ja, ist es inzwischen so. 100 Pro. Bro, voll viele wollen es doch. Cool. Bro, also dass das, jeder war sagt, doch, ey, oder hier, das war doch schon damals... Tommy hat schon mal live so. Oder wir hatten doch mindestens alle einen in der Klasse, der mal Let's Plays gemacht hat früher. Ja, safe. Ich bei mir nicht, glaube ich. Ja, Bro, pass auf, aber jeder von euch, seitdem ihr das Twitch-Ding macht for living,
jeder von euch hat doch safe einen Homie oder irgendwie einen Bekannten, der zu euch kam. Hey, du, kannst du mir ein bisschen helfen? Ich will das auch mal ausprobieren. Ja. Ja, ja, ich glaube, so viele Ecken, so, aber von meinen so OG-Leuten, Digga, die schauen meinem, das so ein bisschen, ja, aber so, aber die sind so über am von meinem engsten OG-Kreis, Digga, ja. Die wollen einfach nur sich die 10 Gramm Weed-Packs am Wochenende durch die Lunge zünden, ja, Alter, und sonst wollen die nichts. Und die wollen aber nichts, das ist ja auch voll fein. Ja, das ist ja übel. Solange die alles, also jobmäßig sind die halt alle am Rasieren, ne? Ja, eben. Ey, Leute, macht euren normalen Job, das ist auch geil, sag ich ehrlich. Ja, Bro, das ist krass, Mann. Grass always greener Alter, on the other side. Wir sind jetzt in einem Alter, so Tamino kennen wir, also kennt ihr ja auch, ja, ne? Ja, so zum Beispiel, der macht jetzt einfach seinen Master, Digga. Sein Meister, meine ich, genau. Der macht seinen Meister jetzt, Bro, und ist wahrscheinlich jetzt demnächst schon bei einer Firma angestellt, wo er, obwohl er den Meister noch nicht hat, Meistertätigkeiten ausüben kann. Krass. Oder auch Meister Cash verdient. Genau, ja, das auch. Ja, geil. Und so Firmenwagen und so. Bro, geil. Digga, oh, meine Homies haben jetzt der geilste Trade. Homies haben jetzt einfach einen Firmenwagen, Bro. Yo, ich finde, eine Firmenwagen ist der geilste, pass auf, wenn du so in der, als Angestelltenverhältnis guckst, ja. Ich finde, Firmenwagen ist der geilste Trade, den man haben kann. Ja, check ich. Und wenn es dann auch noch ein geiler ist. Ja, so. Ja, check ich. Firmenwagen und so vielleicht so MacBook und sowas. Firmenwagen, ja, sowas. Also so Gimmicks, ja. Aber die halt, ich sag mal, nicht entgeltlich so ausgezahlt sind. Ja. Für mich aber auch ein Kracher immer. Ich finde es gut, ein Klassiker, das 13. Monatsgeld ist auch mal gut. Mhm, ja, oder ich. Weihnachtsgeld. Oh, ja. Urlaubsgeld. Ja, ist Weihnachtsgeld nicht das 13.? Nee, geht's nochmal extra. Ich glaube, 13. Ach so, ja? Bruder, arbeite mal bei Porsche, dann weißt du, was es alles für Boni gibt. Wirklich. Also ich komme ja aus dem Stuttgarter Ländle und da hört man ja, also da ist ja, wenn du wohnst, dein Nachbar links arbeitet Porsche, Nachbar rechts arbeitet Porsche, der oben, über, unten, die alle. Ja. Und wenn du da hörst, du, ja, Digga, irgendwie Porsche hat wieder zu viel Geld verdient. Jeder Mitarbeiter, so wirklich von Putzfrau zu Chef, jeder kriegt nochmal irgendwie, für, keine Ahnung, Dezember nochmal 7.000 Euro Sonderauszahlung, nochmal Weihnachtsbonus. Stimmt, da gibt's ja nochmal so Ultra-Boni. Und dann, ne, kann jeder sich immer wirklich ein Auto leasen für 3,20 Euro. Jeder Kassierer fährt mit fucking Cayenne rum und so. Ich gönn's den natürlich allen, ne? Aber da geht einiges. Weil du gerade Stuttgart gesagt hast, ich habe letztens, also ich habe auf Podcast-Tour auch Dominiks Eltern das erste Mal kennengelernt. Naja. Shoutout. Und, aber nur so ganz kurz, weil wir halt in dieser Show waren. Dann war es auch schon wieder vorbei, dann mussten wir schon wieder nach Hause und so bla bla. Aber so letztens waren wir bei Moulin Rouge, so einem Musical, waren wir so eingeladen. Und da waren Dominiks Eltern auch noch am Abend dann bei so einer Aftershow-Party mäßig. Und da haben wir dann alle so ein bisschen was getrunken und uns halt auch so unterhalten und so. Und da hatte ich so ein Gespräch mit seiner Mom, Bro. Und das war wirklich so richtig Klischee Baden-Württemberg einfach. Bro, wir sind so no joke, so 10 Minuten am Labern. Auf einmal kommt das Thema Immobilien auf. Ja. Und sie fragt, ob ich in Immos investiert habe. Hast du da gut vorgesorgt? Und so gesagt. Ja doch, ey, das ist wirklich, das hat meine Mom mir auch im Nachhinein erzählt so. Sie meinte, ja, mit Kevin richtig lange da so drüber geredet und sowas. Weil sie ist gerade wirklich so auf dem Film, dass sie das richtig interessiert. Sie hat auch mich schon so ein paar Mal gefragt so, ja Dominik, wie sieht's aus? Wann kaufst du erst das Haus und so? Wann investierst du da mal? Ja. Ich sag, ja, Mutter, warten wir noch ein bisschen, ne? Gucken wir mal noch. Gerade ist, glaube ich, ein bisschen wild, der Markt. Aber eigentlich ist das voll funny, dass man so, ich finde es immer funny, wenn man so die Eltern von den Homies kennenlernt und man merkt so, wo der ganze Scheiß eigentlich herkommt. Bruder, du musst dir vorstellen, das war so geil, da gab es so eine Situation, ich hoffe, ich kann das erzählen, aber ich denke schon, so zwischen Dominiks Eltern, da war so Dominiks Mom und meinte so zu Dominiks Dad so, mach mal ein Foto, weil wir waren so ein bisschen so erhöht, mach mal so ein Foto, da macht so einer so Konfettikanone, geh mal hin und mach mal ein Foto. Yeah, und Dominiks Dad war so ein bisschen abgefuckt und hatte so keinen Bock, aber dachte sich, ich mach's einfach, weißt du? Und das war so geil, da hat er so sein Bier so Dominiks Mom gegeben, ist da so hingegangen, hat dieses Foto gemacht und oder Video oder so und kam dann irgendwann wieder und ich habe nur so aus dem Augenwinkel gesehen, Dominiks Mom war so rechts von mir und Dominik ist der links von mir und ich habe nur so gesehen, wie ihn so in mein Blickfeld auf einmal so eine Kralle reinkommt und das Bier so zurückhaben will, Digga. Ja, Bro. Digga, ich dachte so, Bro, holy shit. Ey, meine Mom ist so, Digga, meine Mom, aber ich meine, es ist auch gut, so irgendwie alles irgendwie festhalten, so für Erinnerungen und sowas, ja, ne? Ja, voll. Aber sie will wirklich immer von den verrücktesten Shit, will sie immer Fotos haben, Bro. Also, immer wir sind immer so eine Aftershow-Party, sind oben auf so einem Balkon und sie sagt so, mach mal Foto von da unten den Leuten. Ja, meine Freundin ist auch so, aber das Ding ist, dann meine Mom, so ich versuche sie die ganze Zeit irgendwie zu überreden, dass wir ihr mal ein neues Handy kauft oder mal ein iPhone holen oder so. Ja. Weil sie hat wirklich so ein richtig vercracktes Android. Und das ist halt die schlechte Kombi, dass sie die Person ist, die viele Bilder machen will der Familie, aber halt wirklich das schlechteste Handy hat dafür. Und die Bilder sind immer so gottlos. Aber meine Eltern sind auch
ultra die Android-Enjoyer. So, und dann wird aber, mein Vater hat sogar so ein Tablet, wo ja, der. Es gibt ja auch krasse Androids. Ja, safe, keine Frage. Es gibt Frage. Auch welche, mit denen man geile Fotos machen kann. Keine Frage. Zum Beispiel den Mond kann man fotografieren. Aber, ja. Aber mein Vater ist auch felsenfest davon überzeugt, dass er niemals ein iPhone haben möchte. Und er hat auch so ein Tablet, so ein Android-Tablet. Da spielt er immer so Candy Crush und die ganze Scheiße drauf. Bro, ich finde, Android-Tablets sind fast noch schäbiger als Handys. Ja, also ich muss noch schäbiger? Zu meiner Verteidigung. Rätsel, du warst früher voll der Android-User. Ich bin, also von der Philosophie, finde ich Android immer auch noch besser als Apple. Ja, ich check das komplett. Ja, okay, aber du bist halt mehr, wenn, vor allen Dingen, wenn du so mal ein bisschen was außerhalb von dem normalen Sachen machen willst, bist du mit Android auch immer besser dran. Als Beispiel iRail-Streaming, also wenn wir halt von unterwegs mit dem Backpack streamen, Bruder, da bist du gefickt mit dem iPhone. Bruder, es geht nicht mal, dass du aus dem Browser, also zum Beispiel, wir haben ja so diese Donations eingebunden im Stream, ne? So ganz normal. Und das ist ja über so eine Browser-Source, also wie so eine Art Website, die dann halt diesen Ton abspielt. Mhm. Und wenn du das auf dem iPhone machen willst, geht das nicht. Es gibt keine App, die ich bis jetzt gefunden habe, die diesen Donation-Ton daraus bekommt. Ja. So eine doch. Simple Sache. Nein, Bro. Real Talk. Prism? Prism? Ja, das ist aber eine Streaming, eine App, mit der man auch gleichzeitig streamt. Ich streame ja über ein anderes System. Ich verstehe. Es ist ein bisschen jetzt kompliziert, aber es ist so tricky. Oder sowas wie einen gescheiten Splitscreen-Browser, wo ich oben Donations habe und unten den Chat. Bruder, das gibt's einfach nicht so easy. Also, ja, Android haben das halt, weil es auf Android, glaube ich, so viel leichter ist, auch Apps zu releasen. Ja, beziehungsweise so dumm viele. Auf Android kannst du es halt auch so machen, dass du, dürfen wir so viel Werbung für Android machen hier? Es gibt ja auch andere. Es gibt auch iPhone, es gibt auch Blackberry. Es ist ja eine Thematik aus dem Alltag, deswegen kannst du es machen. Auf Android kannst du halt auch den Move machen, das habe ich damals auch ab und zu gemacht, dass wenn du irgendwas installieren willst, was gar nicht im App Store ist oder in diesem Google Play Store, weil es halt, keine Ahnung, weil es nicht die Freigabe bekommen hat, kannst du einfach eine APK runterladen. Ja, genau. Du kannst einfach sagen, ja, juck mich nicht und dann... Boom. Genau. Und bei iPhone halt wissen, was du machst. Da geht das was nicht. Was auch cool ist, weil es irgendeine Sicherheit mitbringt, aber es fuckt auch bei vielen Themen ab. Ey, was ich damals immer enjoyed habe, einfach warum ich so lange Android-User war, ist, dass ich fand die Idee cool, dass es ein Betriebssystem gibt und dass halt verschiedene Hersteller hingehen können und können sagen, ich use das und ich mache da irgendwas Geiles draus und mache halt ein geiles Handy so. Ja, das ist auch ein bisschen dieses Windows Prinzip. Ja, true, oh, I guess. Ich sag mal, wenn du es so vergleichen willst, ist ja Android das, was also für Handys ist, das, was ja so Windows für Computer ist. Nur, dass man bei Windows halt kein Comic Sans einstellen kann. Das ist der Unterschied. Kann man auch leider. Aber kannst du die für die Systemschrift ab? 100% Pro. Ja, das safe. Ja, irgendwo, ja. Also jeder soll das Handy verwenden, was er möchte, wirklich. Ja. Aber man ist eine laufende Red Flag, wenn man Comic Sans. Ja. Man ist eine laufende Red Flag, wenn man Comic Sans auf seinem Handy eingestellt hat. Also Freunde, dann nehme ich auch kein Blatt vom Mund, ist mir auch scheißegal. Wenn ihr Comic Sans bei eurem Handy eingestellt habt, seid ihr Psychopathen, Bro. Eindeutig. Digga, bei uns, pass generell, auf, ich war ja auf so einer Designschule, da stand legit in den so Schulregeln drin, dass wenn du Comic Sans benutzt, dass du eine Abmahnung kriegst. Die war da rigoros. Abmahnung? Ja. Holy shit. Das hat gesagt, wer Comic Sans, das ist auch die erste Ansage gewesen. So, erstes Semester, erster Tag. So, Freunde, schon mal Ansage von vornherein, wenn hier irgendjemand Comic Sans benutzt oder wir sehen das bei irgendeinem, gibt's direkt einen auf den Sack. Boah, das finde ich so krass, wie es eine einzige Schriftart schaffen kann, so zu verkacken auf der ganzen also Welt. Also so verhasst zu sein. Oder keine andere Schriftart hat so verkackt. Selbst diese Schriftart, die einfach nur so Symbole macht, wo man sagt, das war selbst die, Emojis, selbst die ist mehr am Chillen als Comic Sans, Bro. Das ist ja crazy. Ja, auch so die Comic Sans hat es auch einfach geschafft, so von allem einfach zu wenig zu haben. Die ist weder vom Schriftschnitt irgendwie dick genug, dass sie gut leserlich ist. Dann ist sie auch noch irgendwie nicht so richtig einheitlich. Sie sieht auch nicht schön aus. Es ist einfach alles scheiße. Ja, das sind auch so irgendwie groß, klein. Das sieht so alles so kacke aus. Ja. Wichser. Nicht fett, kursiv sieht die auch scheiße aus. Es ist in jeglicher Lebensform. Fick dich, Comic Sans. Ja. Scheiß auf Comic Sans. Meine Lieblingsschriftart ist Times New Roman. Ehrlich? Nein. Habt ihr eine Lieblingsschriftart, die ihr immer benutzt, wo ihr sagt, also ich hab eine, die ich halt super lange für so Thumbnails oder so benutzt habe, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Lieblingsschrift. Oh, verrat nicht, Bruder, dein Geheimrezept. Verrat nicht, Walla. Nee, Walla, verrat. Ich hab aber halt. Kolibri finde ich gut, heißt die so? Kalibri. Kalibri, nein, Kalibri. Nee, ich glaube Kalibri. Nee, Kalibri.
Kalibri. Kalibri, glaube ich auch. Gerade? Ja, Kalibri ist die Schriftart und Kolibri ist der Vogel. Ey, bei uns, ja, das weiß ich auch. Ey, bei uns in der Schule gab es immer Times to Roman und Arial. Das waren so die zwei Platz. Ja. Also und das die waren, Größe war auch angegeben immer. Ja, ja. Und diesen Zeilen, wie nennt man das? Diesen Zeilenabstand. Zeilenabstand. Man durfte nicht schummeln. Ne? Ja. Aber ich glaube, heutzutage wurden die abgelöst durch so Verdana und Kalibri und sowas. Ich glaube, heutzutage kennt keiner mehr Times to Roman, Bro. Er kennt die Leute schon noch, aber... Meinst ja, du? Doch, klar. Das natürlich. Sind die OG-Schriftarten, Bro. Boah, aber es ist so... Times to Roman ist so ein bisschen wie so Thomas Gottschalk. Ich sag dir ehrlich... Das ist ja schön gesagt, ja. So ein bisschen auf, aber Thomas Gottschalk aber in so einem Anzug und Anzugsschuhe, die ja. So glänzen. Ja, das war fresh. Mein Lieblings-Thomas-Gottschalk-Moment, als er mal Wetten, das im Schottenrock moderiert hat. Das war auch gut. Das kenne ich nicht. Aber Digga, ich wollte nochmal... Mein favorite Thomas-Gottschalk-Moment war diese Compilation, wo jemand so zusammengeschnitten hat, wie er immer so ganz unangenehm Leuten immer so auf den Oberschenkel gefasst hat. Ja. Oder so ein Stück zu nahe gekommen ist oder so. Ja, das ja, hat auch mal ein Moment Zeiten. Gewesen, wo man mal gemerkt hat, da ist der alte weiße Mann auch mal durchgekommen. Nee. Ja, Mensch, Tommy, ja. Tommy, Mann. Tommy, halt dich, Junge. Digga, Tommy. Ich wollte meine Lieblingsschrift noch erzählen. Ich bin nämlich ein großer Fan, jetzt wirst du das für die Fachleute, für die Typografen. Ich bin großer Fan von Grotesk-Schriften. Was Futura. Heißt das? Was heißt Grotesk? Aktiv. Ja, Grotesk-Schriften sind so relativ klarkantig, so, aber haben keine Serifen. Was sind Serifen? Serifen, jetzt ist natürlich Serifen ist das, was Times to Roman hat. Serifen ist beispielsweise, wenn du Times to Roman hast, du ja dieses. T zum Beispiel? Unten diesen Pümmel dran. Diese Zacken. Meint ihr dieses, also bei dem T zum Beispiel, mach mal einen T kurz mit deinen Händen. Ja. Dann ist doch jetzt unten noch so wie so eine Art Standfuß. Genau. Das ja, genau, das. Ja? Das sind Serifen. Ja. Das sind Serifen. Okay, ja, das oder ein kleiner Funfact, wenn man zum Beispiel eine Schriftart hat, die so dieses Sans im Namen hat, das sage ich ja Französisch und heißt Sans Serif. Also ohne genau. Serifen. Also Comic Sans heißt, ist quasi eine Angabe. Die Schriftart heißt Comic und hat keine Serifen. Richtig. Comic Alter, Sans. Alter, okay. Ja. Sehr gut, sehr ja, gut. Ich sag dir ehrlich, mal kleines Schriftwissen hier ausfallen. Aus dem Designsturm ist typografisch sehr, sehr viel verloren gegangen bei mir. Ich weiß auch sehr, sehr vieles einfach nicht mehr. Aber Typografie, das ist jetzt ja, voll das wacke Thema eigentlich, aber ich finde Typografie voll spannend. Ist es auch. Ich folge so ein, zwei Leuten auf Insta, die nur... also die machen nichts anderes außer Schriftarten. Ja. So, oder zum Beispiel... Was machen die da? Naja, also die... Schreiben die machen einfach so Designs, wo dann halt irgendwas cool geschrieben ist. Es ist immer nur Text. Okay. Es ist nie jetzt irgendwie 3D-Design, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bro, eine Kette durch ein Herz geht oder so, sondern es ist immer einfach nur so ein Text. Und das ist so jemand, der sehr erfolgreich... Ich glaube, es ist auch ein Deutscher, der auch so gebucht wird so teilweise. Der macht dann halt auch so Sachen in 3D natürlich auch. Ja. Also halt aber immer Schriften. Der dann zum Beispiel, der war schon so... es gab dieses eine Musikvideo von Nicki Minaj und Ice Spice, ich glaube Princess Diana oder so hieß das. Boah, und da hat gar da, nicht. Ist egal, auf jeden Fall gab es am Anfang halt auch so eine Schrift und da war der drin, der ist über erfolgreich. Oh, krass. Und ich ziehe mir das irgendwie mega gerne rein, weil das ist turbo interessant. Manchmal gibt es so Videos, wie die das machen und so. Das ist also es ist eine krasse Kunst, mit Schriften gut arbeiten zu können. Ja. Also das ist was ich zum Beispiel nie konnte. So, eine gute Freundin von mir war da richtig, richtig into. Das war geil an dieser Designschulzeit, weil da war jeder war irgendwie ein Crack in irgendwas. So. Was war dein Gebiet? Das wollte ich auch gerade fragen. Mein Gebiet war inhaltlich, Text und Konzeption. Okay. Und darauf habe ich mich ja dann letztendlich auch spezialisiert, aber so, ich hatte nie einen Job, wo ich es richtig umgesetzt habe. Hättest du da Spaß dran gefunden? Ja, safe. Ja? Ja, also ich hätte da quasi eigentlich nur geschrieben. So, es ist halt so. Hättest halt Texte geschrieben für Werbung oder so. Genau, oder, genau. Ja. Das Problem ist, ich hätte mir dann jetzt, also heutzutage, hätte ich mir wirklich den zukunftsunsichersten Job aus dem ganzen Bereich gewählt. Wegen ChatGPT und KI. Oh. So, das ist halt ein Bereich, der jetzt in den nächsten 5 Jahren sterben wird. Weiß ich nicht genau. 100%. Also, ich denke jetzt gerade so an die Redaktion von so Late Night Berlin. Die so die Witze schreiben oder die Konzepte. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, das ist was anderes. Aber hättest du sowas nicht auch machen können? Das sind ja Gag-Autoren. Ja, ne? Ja, natürlich. Also bisschen. So Comedy-Autoren hätte ich mir tatsächlich auch vorstellen können. Das Thema ist aber bei der Sache jetzt, ich war ja ursprünglich im Werbetext, ich war im ganz normalen Werbemarketing. Okay. Und da ist halt das große Problem mit den KI-Geschichten. Bei diesen humoristischen Sachen, so bei Comedy-Autoren etc. Ich glaube, dass Humor nochmal ganz andere Rezeptoren angeht, was schwer von der KI zu übernehmen ist. Ja, genau.
Ja, aber es muss ja turbospezifisch sein und muss halt genau irgendwie. Also die Zielgruppe auch genau muss, und, so. Muss, und ja. muss genau also den richtigen Ton treffen. Ja. Also ich glaube, so super spezifische Sachen werden noch eine Weile bleiben. Aber du hast schon recht, ich denke einfach so Leute, die wirklich so ganz beliebige, random Werbetexte ohne große Spezialanforderungen schreiben. Total. Die aber ich meine, wenn du da schlau bist, dann gehst du jetzt halt einfach so crackhead in das KI-Thema rein. Das wollte ich auch sagen. Weil das Ding ist, man muss adaptieren. Weil nur auf ChatGPT.com zu gehen, das hat jetzt noch nicht deinen Job ersetzt, so, ja? Nee. Aber wenn... Du musst halt guter Prompter genau, sein. Du musst halt dann irgendwie die ganzen Plugins kennen, du musst die ganzen Prompts kennen, du musst halt auf dem Dings, weil jetzt zum Beispiel ist ChatGPT schon wieder so, sag ich mal, so im Mittelfeld eher. Es gibt jetzt diese von Elon Musk gebaute KI, die so überkrass ist und die so viel schlauer ist und auch aktuelle Informationen hat. Also ChatGPT weiß ja nur von früher Stuff, aber die kannst du jetzt so fragen, ey, wann ist das nächste Auftritt von dem und dem und die weiß den Shit und sowas. Und da musst du halt, wenn du immer schlau bist, und dann, weil dann kannst du halt zu der Firma gehen und sagen, ja, okay, ihr bucht mich niemals Werbetexter, aber ich kann euch die beste KI geben, ich mache euch das richtig schnell, ich gebe euch den besten Text quasi, weil ich die geilsten Prompts habe, dann werden die dich auch wieder buchen. Das ist das, ne? Ding, ja. Also ich glaube so, gerade die großen Firmen, die wollen ja trotzdem nicht sich drum kümmern müssen, die wollen ja trotzdem jemanden, der das macht. Genau. Und dann musst du halt, vielleicht wird es dann einfach günstiger, aber du musst dann halt mehr Aufträge ranholen, aber ich glaube, wenn du halt ein guter Prompter bist, also ich glaube, das ist ja gerade so ein übelstes Ding, was explodiert. Leute, die einfach, egal jetzt nicht nur in diesem Werbetexter-Ding, sondern einfach Leute, die gut prompten können. Das ist ja legit ein neuer Beruf geworden auf einmal, der aus dem Boden gestampft wurde. Mhm. Und da gibt es ja super viele Hacks, da folge ich auch so, oder beziehungsweise hab so ab und zu durch Algorithmus auf Twitter so ein paar Sachen, dass es da so Tricks gibt, zum Beispiel, dass man halt, hat sie, glaube ich, schon viele Leute schon mal gesehen, aber so, dass man so schreibt, stell dir vor, du bist ein Werbetexter oder so. Also jetzt mal so als grobes Beispiel. Yeah. Und dann allein durch so eine kleine Sache gibt er dir am Ende direkt einen ganz anderen Text aus. So. Ja. Ja, und das ist halt aber auch das Problematische an diesem ganzen Werbetext-Ding, weil eine KI das deutlich schneller kann als ein Mensch. Also der gibt dir, du sagst ja, es fallen Jobs weg auf jeden Fall. Du sagst ihm halt, hey, gib mir irgendwie 50 Claims raus und der haut die sofort raus. Ob sie jetzt von der Qualität so gut sind oder nicht. Ja, aber dann kann ja der Mensch schon wiederum noch aussortieren. Aber das geht ja schneller als ich das selbst überlegen. Eben. Und das, vielleicht ist dieses Sortieren, ist das neue Thema. Es ist, glaube ich, so auch einfach so, oder den Umgang damit, so Survival of the Fittest. Die Leute, die sich halt am besten halt anpassen können aus dieser Branche, die überleben halt und die anderen, die werden halt dann da verkacken. Wir sind halt gerade an so einem Punkt, ich glaube, was Auswirkungen haben wird in so einem Ausmaß, so industrielle Revolution mäßig. Ja. Was ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch richtig viele Leute saßen da und dachten, fuck, Digga, so viele Jobs werden wegfallen, die Menschheit wird zugrunde gehen irgendwie, weil alles wird jetzt von den Dampfmaschinen erledigt und was soll überhaupt noch gearbeitet werden. Aber jetzt sitzen wir hier und es hat irgendwie wohl ganz gut funktioniert. Und ich glaube, aus der Sicht jetzt gerade ist es halt ähnlich. Es werden super viele Dinge, die einfach leicht und schnell zu erledigen sind, wird einfach kein Mensch mehr machen müssen. Ja. Werden aber wieder neue Jobs auch entstehen und sowas. Naja, es sind quasi die neuen Jobs, die da entstehen, sind halt die diese Maschinen und diese Fortschrittlichkeit dann wissen zu bedienen. So, weißt du, dass irgendwie, dass du hast, einen Maschinenführer, der dann da irgendwie eingesprungen ist. Dann IT-Bereich ist ja sowieso innerhalb der letzten 30, 40 Jahre Digitalisierung nochmal total krass geworden. Ja. So, und ich glaube, das sind die Jobs, die quasi die Zukunft auch gewisserweise machen. Ich meine, als ITler, ich glaube, das ist das Zukunftssicherste, was du jetzt mittlerweile machen kannst. Wahrscheinlich, ja, wobei, also ich meine, so Arzt, Anwalt, ich meine, das sind immer noch Sachen. Das sind so die Sachen, die immer gebraucht werden. Ja. Noch. Ja. Siehst du, was ich glaube, was der sicherste Job überhaupt ist? Bestatter. Ich glaube, Leute sterben immer. Ich glaube, da hast du nie Sorge, dass du halt nichts zu tun hast. Das könnte sich halt ändern, dass Leute vielleicht nicht mehr so eine Zeremonie wollen, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Aber das auch das dann Einzige, müssen die zu dir kommen und müssen sagen, hey, wir haben hier eine Leiche, wir müssen die einäschern lassen und das machst du dann auch. Warte mal, ich habe jetzt bei einem Bestatter nur den Kollegen gehabt, der so diese Rede hält bei einer Beerdigung. Nee, das war einfach ein Trauerredner. Ah, okay. Nee, Bestatter macht ja alles so, ne? Der kann sich auch richtig leicht machen. Der kann richtig effiziente Arbeit machen, die man schreiben muss. Auch mit der haut einfach so eine Trauerrede. Oh mein Gott. Schreibt eine Trauerrede über einen Opa, der gerne Golf gespielt hat. Junge, ey, da gehen wir rein. Wir müssen in den Trauerredner-Grind reingehen. Nee, Bro, lass mal nicht. Stell dir mal vor, redst du als Trauerredner. Ja, ich würde das halt wieder zu lustig machen, Bro.
Wer würde sagen, wer so ein richtig, also richtig beschissener Trauerredner auf Trimax. Unserer Connection? Oh mein Gott. Ja. Digga, aber Trimax wäre schlecht in allem. Er müsste nicht mal was sagen. Stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung und vorne kommt auf einmal Trimax auf die Bühne. Ja. Der Trimax mit der Glatze jetzt mit auch der noch. Glatze, oh mein Gott, ja, nee, das ist richtig scheiße. Das macht gar keinen Sinn. Das ist richtig, richtig beschissen. Stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung und kommt Mario Barth. Oh mein Gott, das willst du nicht. Nee. Dann erzählt er, dann er macht er. Irgendwo, da kommt Mario Barth. Oder der macht eine Minute Trauerrede und dann macht er eine halbe Stunde Show, wie die Steuern verschwendet werden in Deutschland dann. Und ja, spielt und das über, alles. Und über seine Frau. Aber da hat er so redaktionell so nichts zu beigetragen. Ich hab so immer das Gefühl, weißt du, ich hatte schon bei diesem ganzen Internet-Ding immer schon dieses typische Hochstapler-Syndrom. Weißt du, dass man sich so denkt, ah, man verdient das gerade gar nicht so krass, dass man das machen darf. Ja. Und ich denke mir halt, wie kann das bei einem Menschen wie Mario Barth so überhaupt nicht existent sein? Ist hat er, so, das hat nicht. Er über die Jahre weggekokst, das Gefühl. Meinst du? Ja, ja. Meinst du auch ein Cocaine-Guy? Also. Die Sache ist, redest du mal bei solchen Aussagen. Das ist der klagt, glaube ich, Leute. Bei solchen Aussagen muss ich fact-checken. Ne? Ich muss aufpassen. Ja, musst du unten einblenden. Wir konnten nicht herausfinden, dass Mario Barth Kokain nimmt. Aber wir konnten es auch nicht. Wir glauben es trotzdem. Nein. Wir wissen es nicht. Wir konnten es auch nicht verneinen, stark, ja. Ja. Es ist die Situation um den Kokskonsum von Mario Barth ist vakant. Möchte ich was beitragen. Freunde, waren wir bei dem Edeltalk-Ding und ich habe mir was Kleines überlegt. Und zwar wart ihr in verschiedenen Städten und ich wollte mit euch das große Städte-Ranking machen. Oh, okay. Und ich habe hier alle Städte kurzerhand aufgeschrieben. Ihr wart in Hamburg, Frankfurt, Köln, Berlin, Leipzig, Stuttgart, München und Wien. Ja, wie würdet ihr die sortieren? Wir fangen hinten an. Okay, schlechteste Stadt, ich glaube Köln. Real Talk. Köln, ja. Ja. For real? Ja, Köln war lame. Würdet ihr auch im Allgemeinen sagen, so als Stadt ist Köln schlecht? Nee. Ja, Köln, auch. Also auch, aber ich muss sagen... Warum seid ihr eigentlich solche Köln-Hater, Alter? Ich muss wirklich sagen, weniger geworden. Ja. Also ich habe jetzt vor allen Dingen dadurch, dass ich jetzt lange zum Beispiel nicht in Berlin war und jetzt letztens mal wieder eine längere Zeit in Berlin war und mehr gesehen habe als die geilsten Spots... Muss ich sagen, fand ich Berlin auch hässlicher jetzt. Da war ich so, oh Bro, Berlin Bro, ist echt ugly, es fängt immer. An bei dir, Alter, holy shit. Also, aber ich war halt auch in so Tempelhof oder so, wo man sich so denkt, ja, okay, Tempelhof geht sogar noch. Ja, aber in so, ich war teilweise so in so Köpenick unterwegs, wo du so denkst, okay, ja, heilige Scheiße, hier geht's los. Aber ich würde nicht sagen, dass Köln jetzt, obwohl wir waren schon echt in schönen Städten. Ey. Und Köln ist schon auch von der Schönheit wahrscheinlich low-tier, aber so. In Köln war das große Problem, Bro. Die Leute waren einfach nicht pumped. Die Leute, ich glaube, so ist das Einzige, wie ich es mir erklären konnte. Bei uns im Auftritt jetzt, ja. Was meinst du? Bei uns im Auftritt jetzt, ja. Ja, genau, bei uns im Auftritt. Mhm. Ich glaube, also ich könnte es so erklären, ich glaube, hier in Köln sieht man einfach, dadurch, dass die Stadt auch nicht so groß ist, aber hier trotzdem super viele Leute wohnen, die das hier machen, was wir machen. Ja. Man sieht einfach häufiger so Influencer-Atzen. So. Das ist ein bisschen näher, als es zum Beispiel in Dresden ist. Ja, total. Und in Dresden sind die Leute halt dumm gegangen. Weißt du, was ich meine? Als Beispiel. Leipzig. Oder Leipzig meine ich genau. Ja, ja. Da sind die Leute dumm gegangen. Oder Stuttgart auch oder so. Ich glaube, das ist aber auch dieser Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich habt. Wenn ich beispielsweise in Lübeck bin, ist es deutlich, auch wenn es eine kleinere Stadt ist, so unter weniger Leute wohnen, ist es deutlich frequenter, dass man mal angequatscht wird auf der Straße, als beispielsweise in Köln. Weil ich glaube, in Köln sind die Leute einfach used to it, dass an jeder scheiß Ecke an den Ringen irgendwie ein Influencer rumläuft. Ja, genau. Das kann schon sein so. Also das ist sicherlich vielleicht ein Stück auch der Erklärung. Also ich glaube, es war einfach eine Mischung aus dem, vielleicht auch dem Saal, weil das war auch eine Erkenntnis, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass je nachdem, wie der Raum aufgebaut ist, ist es sehr eng, aber lang, ist es sehr breit. Das war der einzige Raum, den wir hatten, der eher in die Breite war und nicht nach hinten raus. Ja, der war einfach, es war generell, obwohl es jetzt nicht die größte Location war, hat sich angefühlt, als wäre das ewig riesig und als würde sich das alles so ein bisschen so verteilen. So. Ja, voll. Und ich glaube, dann on top kam halt noch, dass, glaube ich, in NRW du ganz krass den Faktor hast, dass halt sehr viele Leute da sind, die nicht aus Köln sind. Also du hast halt bestimmt Leute aus fucking Dortmund Oberhausen aus diesen ganzen Städten drumherum. Es zieht sich ran so aus dem Porn. Genau, wir haben in jeder Stadt immer so irgendwie so Sachen angespielt. Als Beispiel, also es ist super, okay, das ist jetzt nichts Städtemäßiges, aber in München habe ich zu Dominik gesagt, ey, wenn alles schief läuft, dann sag einfach Bier. Ja. Und no joke, genau so war es. Bro, wir haben es nicht mal als Saven-mäßiges gesagt, sondern Dominik hat einfach nur das Wort Bier im Satz verwendet und alle Leute sind dumm gegangen.
Apeshit gegangen. Oder halt in Stuttgart sagst halt irgendwas über Trips Drill oder Maultaschen. Keine Ahnung, Digga. In Berlin sagst halt Icke, bin hier rum. Gut, Berlin war generell wild. Aber so, und in Köln konntest du das halt gar nicht. Wir haben halt so bis, also so ab und zu mal versucht, irgendwas mit Karneval, irgendwas Kölner-mäßiges. Die Leute catchen das nicht. Und du hast gemerkt, so, das hat die nicht angesprochen. Mhm. Und deswegen war es für uns halt so, es war trotzdem noch ein mega geiler Auftritt. Und ich habe kein einziges negatives. Ich habe kein einziges negatives Wort irgendwie davon so gehört, dass irgendeiner meinte, ey, der Auftritt war echt scheiße. Vor allem ihr alle, die auch da zu Besuch wart, meint ja auch richtig starke Auftritt. Yeah. Und ich dachte so, okay, geil, aber ich hätte mir auch gewöhnt. Oh gut, du warst ja in Hamburg. Ich war in Hamburg, ja. Aber ich dachte so, boah, auch so ein Dave zum Beispiel war ja auch da. Ich dachte so, boah, Digga, hättest du dir hättest du dir noch einen anderen reingezogen von uns? Weil ich fand, Real Talk, das war halt der, wo es halt nicht so ganz war. So, Köln würde ich jetzt einfach mal auf letzten machen, trotzdem immer noch sehr gut. Ich würde direkt danach Berlin machen. Okay, warte, ich schmeiß noch für mein persönliches Städte-Ranking, weil ich war in allen Städten schon. Ich glaube, ich hätte Frankfurt richtig weit nach hinten gepackt. Also wir ranken jetzt halt nur nach unseren Auftritten. Nein, nicht unbedingt nur nach Auftritten, sondern auch die Städte an Ach sich. Ach so. Das könnt ihr auch noch einbeziehen. Okay. Boah, haben wir halt wenig gesehen. Boah, das ist schwierig. Lass No Joke nur die Auftritte nur machen. Nur die Auftritte? Ja, dann kann ich schwer drüber sagen. Da darf ich ja nicht mitmachen. Ja, du darfst dann mache ich mein Optik-Ranking. Genau. Ja. Okay. Dann, ja, ich glaube, dann wäre bei mir entweder Leipzig oder Frankfurt ganz hinten. Puh, Leipzig ist echt schön. Nee, Mann, Leipzig ist dann schön, dann ist für mich das Lowste Frankfurt. Ja? Bei Leipzig, ich glaube, in Leipzig habe ich auch am wenigsten Zeit verbracht. Ich glaube, die hässlichste Stadt war, obwohl echt alles steht, wo wir waren, einigermaßen okay waren, ich glaube, die hässlichste Stadt war Köln. Aber ging auch. Ich finde Köln ist auch okay. Ja. Ich finde Frankfurt hässlich. Also als Köln. Ich verstehe auf jeden Fall auch, wenn man. Also okay. Ich würde auf jeden Fall auch Stuttgart ins untere Drittel einordnen. Ja, ich auch. Ja, safe. Weil Optik ist ja jetzt nicht so viel zu holen, außer halt, wenn du halt abends auf so eine Aussichtsplattform guckst über die Stadt und so, das ist halt cool da. Aber gerade noch mit den ganzen Baustellen und so ist komplett Chaos. Ja, ja. So, also ja, deswegen Stuttgart ist auf jeden Fall schon hässlich. So, ja, ne? Aber schön im Herzen. Ja, glaube ich auch wieder. In Herzen. Ja, aber Köln war auf jeden Fall der schlechteste Auftritt. Also, ein schlechteste, der war trotzdem nicht kacke, aber der war. Aber jetzt in Relation zu den anderen der Schwächste. Sagen wir der Schwächste. Danach auf jeden Fall direkt Berlin, haben sich Leute geprügelt. Jetzt dead ass. Also, das Ding ist halt, man muss sagen, der Vibe in Berlin war allgemein, wir waren halt in der Columbia-Halle. Also, für die Leute, die aus Berlin kommen, die kennen das. Ist das nicht bei Tempelhof irgendwie? Das Kreuzberg. Aber da, das ist so da, wenn jetzt so ein Sido zum Beispiel so eine Weihnachtsshow spielt oder allgemein auch ein normales Konzert und der macht jetzt nicht irgendwie die große Stadiontour oder so, dann spielt er da. Oder zum Beispiel einen Tag nach uns UFO. Ein Tag nach uns war UFO da. UFO spielt in der Columbia, oder? Genau. Ja. Also das ist halt, wie groß ist denn die Venue? 3000 Leute passen da rein. 3000 Leute, wenn die stehen. Zum Beispiel Thiago hat in der Columbia-Halle auch seine Release-Party gemacht, seine Release-Show zu seinem Album, wo wir waren. Ja. Also Columbia Halle ist wirklich die Location eigentlich für so, gerade so Hip-Hop und so. Und ich hatte so das Gefühl, die Leute haben sich darauf auch so ein Stück weit eingestellt, dass sie jetzt so in Moshpit gehen oder so. So war der Vibe, Bro. Ja, also Berlin war ein Hexenkessel. Das war für uns einfach dann... Ist doch alles bestuhlt gewesen. Wo naja, war es, ja. Aber die Leute waren vom Vibe Mindset, her. Weißt du? Ach so, die hatten so die Energy. Ja. Okay, krass. Bro, ich glaube, es halt auch immer so, dass reingeschrien, immer so... Bro, das war auch eine der wenigen Locations, die noch oben quasi auch noch Sitze hatten. Und dann wurde überall mal reingeschrien, reingebrüllt und so. Ich meine, das haben wir ja immer so ein bisschen und das ist auch, ein Stück weit ist das ja auch cool so. Ja. Aber in Berlin war das an einem Punkt, wo ich irgendwann auf der Bühne das Gefühl hatte, dass es jetzt kurz davor ist, dass wir die Kontrolle verlieren über was hier passiert. Und es war halt leider auch so ein bisschen so, weil halt die Stimmung so angeheizt war. Die Leute hatten so krass Bock halt, dass man halt fast nicht mal so eine, weil beim Live-Podcast hast du auch mal 10 Minuten, wo man mal ein bisschen eine ruhigere Story erzählt und ein bisschen mal chilliger was labert, Wo dann die Pointe am Ende dann übelst poppt, so. Ja, einfach mal so eine ruhige Story, nicht eine, die jetzt nur reinschreien ist und so, aber das ging halt da nicht so richtig gut, weil du musstest halt alle 2-3 Minuten irgendwas haben, wo irgendwie man sagt, HSV, irgendwie, ja, die Leute haben halt nicht so richtig, es gab Städte, da war es so ein gutes Hybrid, so aus, wenn man jetzt mal so kurz so in die Menge schreit, so Hamburg, seid ihr gut drauf? Ich weiß nicht, ob es in Hamburg so war, aber so Hamburg, seid ihr gut drauf? Ja. Dann haben die auch geschrien so. Genau. Aber wenn dann halt Dominik zum Beispiel irgendwie mal eine ruhigere Story erzählt hat, die ein bisschen länger ging, haben die trotzdem zugehört und am Ende trotzdem auch gefeiert und gelacht. Ja. Genau. Und das war in Berlin halt so ganz krass einseitig. So, wenn du gesagt hast, wer hat heute schon gefickt? Bro, alle sind ausgerastet. Aber wenn du mal ausgerastet? So, aber Turbo ausgerastet, schon fast ein Stück zu viel. Ja. Und wenn du dann mal eine chillige Story erzählt hast, Bro, ging das gleich, ohne dass drei Worte gesagt werden und einer schreit irgendwie Hurensohn rein oder so. Okay. Ja. Und dann gab es halt noch den Vorfall, den haben wir aber erst danach mitbekommen, dass es eine kleine Rempelei gab.
In der Pause. In der Pause, ja. Wo sich zwei Leute so ein bisschen, wie sagt man das, so aneinander geraten sind. Ums letzte Bier oder was war das Problem? Nee, also anscheinend war halt einer der Typen, einer, der halt viel reingeschrien hat. Yeah. Und der andere Typ saß irgendwie hinter ihm oder neben ihm und das hat ihn voll abgefuckt. Und er meinte so, ey Bro, halt mal die Fresse jetzt in der nächsten Halbzeit so, weil nervvoll. Yeah. Dann meinte er halt, du doch die Fresse. Und dann haben die sich so ein bisschen so gekappelt, geschubst und dann wurden die auseinandergezogen. Also war auch alles entspannt. Aber das war so low-key, die Leute, die vor Ort waren, haben es teilweise nicht mitbekommen. Ah, okay, aber trotzdem, krass. Glaube ich, können wir sagen, wir sind der erste deutsche Podcast, bei dem es wirklich auf der Show eine Schlägerei gab. Ja, das stimmt. Sag mir einen anderen. Aber das ist aber auch ein bisschen geil. Ey, ja, geil, das ist cool. Ja. Das ist ihr seid ein Skandal-Podcast auch ein Stück. Ja, das auf jeden Fall, ja. Okay, warte, wir haben jetzt ganz lowest ranked, habt ihr Köln, dann Berlin. Dann Berlin. Was würdet ihr dann darüber sagen? Kannst du mal die Städte nochmal kurz zeigen? Also wir haben Hamburg, Frankfurt, Köln, Berlin, Leipzig, Stuttgart. Puh. Ich würde sagen, man kann vieles zusammenpacken für mich persönlich. Mhm. Ich würde sagen, Hamburg war cool, weil es unsere erste Show war, aber da waren wir so am wenigsten so noch drinne. Ja, haben wir dann auch ordentlich gestartet. Ich finde, da habt ihr auch schon solide reingestartet, aber man hat gemerkt, wenn ich jetzt so die Aufnahmen von den anderen Shows gesehen habe, dass ihr da, ich sag mal, schon ja, auf jeden Fall. In einem so Bilder-Grind wart. Ja, genau. Also deswegen würde ich Hamburg, glaube ich, als nächstes machen. Siehst du wahrscheinlich auch ähnlich. Boah, ja, oder wie war Leipzig nochmal, Bro? Leipzig war geil, Bro, weil der Osten war halt so turbo-pumped. Ja, ja. Auch so. Doch, ja, die Osten hat immer Bock, wenn mal jemand vorbeikommt. Ich konnte so ein paar Sachen halt so aus dem Osten mäßig sagen, so und so, weil meine Familie halt von da kommt. Ja. Und ich glaube, das haben die Leute krass gefeiert. Und allgemein, der Vibe war cool. Leute, das war genau das, was ich meinte. Die Leute in Leipzig hatten halt Bock, weil da kommt halt nie jemand hin. Nie ist jemand in Leipzig, Bro. Cool. Weißt du? Ja, ist ja auch so. Ich glaube, die einzige Person, die ich gerade kenne, die von da kommt, ist Katja Krasavice oder so. Und selbst die ist nicht mehr ist da. Ist die Leipzigerin? Oder Dresden. Also aber ist nicht Leipzig schon so ein Stopp, wenn irgendwelche Bands oder so auf Deutschland gehen? Ja, Bro. Aber ja, du verstehst, safe, was ich meine. Es ist anders. So. Ist nicht so jetzt der Mittelpunkt. Ist nicht der Mittelpunkt. Und gerade bei jetzt so Leuten, die jetzt nicht, weiß ich, die 16 Tourstops spielen, ist dann Leipzig vielleicht eher nicht mit drauf. Ne? Ja, okay, und wenn, dann eher Dresden, weißt du? Ich glaube, Leipzig ist so ein Little Berlin geworden, oder? Das höre ich immer, weil Leipzig die am stärksten wachsende Stadt ist gerade. Ja, anscheinend voll viele von Berlin gehen halt nach Leipzig. Ich kenne auch voll viele, die von unserer Heimat, also aus Kies-Wusterhausen nach Leipzig sind und so. Ja, wahrscheinlich ist es halt ein bisschen bezahlbarer, ne? Ja. Ist echt schön da auf jeden Aber Fall. Aber ich muss sagen, Leipzig, also auch von, weil du meinst Optik, Leipzig hat mich positiv überrascht. Das stimmt, das war echt schön. Hier ist gar nicht so schlecht. Wir hatten in Leipzig, man merkt, dass in Leipzig der Soli reingeflossen ist, finde ich. Kann sein. Das ist wie Rostock. In den ganzen großen Oststädten, Da merkt man teilweise, wie es an manchen Ecken und Stellen so richtig reingescharrt hat. Also so Money-mäßig. Wir sind halt da durch so ein Viertel gefahren, wo halt wirklich noch so ganz viele so alte Bauten standen, die wirklich so, die wirklich einen ganz, ganz krassen Vibe so gegeben haben. So, den hatte ich auch so ein bisschen in Wien, diesen Vibe. Ja, Mann, Wien auch sehr schön, ja. Oh, Wien ist wunderschön. Okay, also dann ranken wir Hamburg als nächstes, einfach weil wir halt da noch so ein bisschen frisch waren. Ja, dann würde ich sagen, glaube ich, Frankfurt, Leipzig würde ich irgendwie würden als nächstes bei mir kommen. Oh, Frankfurt fand ich richtig cool, aber. Ja, Leipzig aber auch. Ich fand Leipzig auch geil. Also die beiden irgendwo so ähnlich. Ja, das ist schwierig zu sagen. Die Mitte ist schwierig, weil die waren alles so solid. Was gibt's noch? Was haben wir noch für Städte? Wir haben noch München, Wien ist hier auch noch. Und Stuttgart. Dann würde ich sagen, nee, ich würd München noch unter Frankfurt ranken. Ich würde sagen vielleicht München, Wien, Frankfurt. Ja. Von unten nach oben? Ja. München, Wien, Frankfurt. Ich genauso unterschreiben. Und dann, Bro, also Realtor, ich glaube, da sind wir uns auch absolut einig. Die beste Stadt war Stuttgart, Bro. Jo, Stuttgart war krass. Bruder, Stuttgart war da so war krass. Einfach, da muss man aber auch sagen, es lag jetzt nicht aber immer nur an der Stadt. Aber ihr hattet eine schöne Venue auch in Stuttgart. Herrlich. Also die Niederhalle ist sehr, sehr schön. Mozartsaal, ja. Mozartsaal wart ihr? Mhm. Das sah aus wie so eine richtig schöne, so ein richtig, es klingt jetzt dumm, aber so ein richtig schöner Unisaal, finde ich. Oder so, also es ist halt klassische Musik. Das ist, da, es, ne? ist, ja, halt genau. so, es ist halt so eine Venue für so Orchesterkonzert und Operngeschichte und so. Und das war halt so, die Sitze waren so krass hochgestaffelt, deswegen sah es wirklich so ein bisschen aus wie so ein Unisaal oder sowas. Aber ja, du wolltest gerade noch sagen. Ja, genau, ich wollte sagen, es lag jetzt nicht nur immer an der Stadt, ne? Wir hatten halt auch mal einen Tag, da haben wir nicht so performt oder so im Vergleich zu anderen Tagen. Ja. Und zum Beispiel, wir hatten immer eine Pause mittendrin von, ich glaube, 15 bis 20 Minuten oder so haben wir immer gemacht. Und es war ein bisschen tricky, das haben wir aber erst später so richtig gemerkt. Also weißt du, so am Anfang hast du so, yo, Köln, was geht ab, wie seid ihr gut drauf, hier, weißt du, dann hat man erstmal so, wo kommt ihr alle her, so ein bisschen so den Einstieg gefunden. Ja. So. Und dann hatten wir aber nach einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten, hatten wir so einen kleinen Cut mittendrin, 15 Minuten Pause und dann sind wir wieder rausgekommen. Und da die Leute nochmal neu zu catchen, nochmal neu diesen Vibe reinzubekommen, war manchmal ein bisschen tricky. Okay, verstehe ich. Und in Stuttgart war es so, da war alles, also und dann gab es noch einen zweiten Punkt und zwar beim Outro, du willst ja irgendwie so, zum Beispiel bei so einem Comedy-Programm will ja auf einem Lacher enden. Ja. Yeah.
Und so ähnlich ist es bei diesem Podcast auch gewesen. Wir wollten halt auf einem Hochpunkt enden. Ja, dass man nicht aber nur sagt, okay, dann tschüss halt so, ne? Ja, so mäßig. Ja, ja. Und in vielen Städten hat das halt eigentlich geklappt, in manchen halt nicht so. Und in Stuttgart war es halt perfekt, weil wir hatten am Ende halt unsere Empfehlung der Woche, was ja immer so unser Segment ist. Ja, ich hatte das Gefühl, die habt ihr aber auch voll oft vergessen. Haben wir. Aber manchmal kam da noch einer aus dem Publikum schnell vorgerannt und meinte, ja. Empfehlung der Woche. Aber ich habe dann halt irgendwie empfohlen, ja, holt euch mal Crocs oder so. Oder holt euch mal Birkenstocks oder so. Hast du gesagt. Ja. Und Dominik meinte dann einfach so wirklich so, hat dann so wirklich so das Mikrofon so genommen, sich nach vorne, nach hinten gebeugt, nach vorne und dann so, und meine Empfehlung ist, esst mehr Maultaschen! Und boah, der verfickte Saal ist dumm gegangen, so. Ja, weil halt Maultaschen so ein übelstes Ding ist in Stuttgart. Und die sind so crazy dumm gegangen und haben gesagt, yo, was geht? Ciao, wir sehen uns, schönen Tag noch. Und dann sind wir reingehauen, weißt du? Es war, also für mich hat alles gepasst, man. Das war meine Heimat. Meine so zwei von meinen so Schulfreunden von damals waren da. Meine Family war da. Der Saal war cool. Die Leute hatten richtig Bock. Wir haben geil reingestartet. Wir sind geil wieder rausgegangen. Deine Mom war ja sogar auch da. Ja, meine Mom ist auch noch auf Überraschung noch. Ja, also Stuttgart aber ich glaube, das ist der perfekte Auftritt. Das finde ich auch geil und das würde ich wahrscheinlich auch bei so einer Tour machen. So Heimatstadt ist, glaube ich, am geilsten da auch zu spielen, rein emotional, oder? Ja. Berlin war halt scheiße. Ja, bei Kevin. Ja, okay, check ich. Also nicht scheiße. Berlin war auch nicht KW gespielt. Ja, nächstes Mal machen wir KW-Stoff. Festhalle KW oder so. Gibst du was? Im Rathaus? Bestimmt. Wir haben so das Six oder wie das hieß, Bro. Das war so wie ein Club. Ich weiß nicht, klar könnte man vielleicht, aber. Boah, imagine. Henkes Corner Live-Tour oder Kaffee Eimann Live-Tour in der Gollandwerft in Lübeck. Junge, da wird's richtig abgehen. Da kommen dir die ganzen Hanseaten. Kann ich einschätzen, ob du gerne mal einen Bühnenauftritt machen würdest? Boah, ich würde es voll gerne machen, ja. Aber ich habe jetzt halt nicht irgendwie das Format dafür, dass ich sowas umsetzen könnte jetzt zeitnah. Eigentlich an sich, man könnte prinzipiell ja mit der Corner auf Tour gehen. Und dann immer ein Gast pro. So, und dann immer Gast pro Stadt. Ja. So, das wäre schon möglich, halt, aber ich glaube, das ist weite Zukunftsmusik. Also es wird jetzt nicht, das wird nächstes Jahr nicht passieren. Ich denke, also allerfrühestens irgendwie 25. Keep on hustling, man. Ja, kriegen wir hin. Keep on talking. Mhm. Keep on interviewing. Das fände ich eigentlich ganz geil, glaube ich. Keep on interviewing. Aber so ein Podcast-Festival und so hätte ich auch Lust zu machen eigentlich. Ja, man muss ja nicht immer eine Tour sein, Bro. Ne? Also wie gesagt, man kann auch einfach mal einmal so reinschnuppern. Ja, bei 1Live. Wir hatten ja auch bei diesem 1Live Podcast-Festival da, oder wie es heißt. Ja, das war das erste Ding dann im Gloria, oder nicht? Genau, da waren, glaube ich, 300 Leute oder 200 Leute oder so. Ja, so 300. Und, ja, warte mal, Köln war denn nicht im Gloria, ne? Da war irgendwo anders. Nee, wir waren Tanzbronn. Ach so, ja, da wo das Lochi-Konzert war. Muss man aber fairerweise sagen, dieser erste Auftritt, den allerersten Live-Auftritt, also wir waren ja insgesamt jetzt zweimal in Köln. Das stimmt. Den ersten Köln-Auftritt, der war eigentlich ganz geil. Aber da war dann auch wieder die Location viel enger. Vielleicht ist es auch das einfach gewesen. Ja, es war, glaube ich, eine Mischung aus so allem. Ja. So, auch vielleicht Tagesform und keine Ahnung. Es sind ja so viele Variablen, Bro. Es reicht vielleicht schon. Ich glaube, manchmal ist so ein Publikum, so eine große Masse wirklich so. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr in einem Flugzeug seid oder sowas. Das reicht dann, wenn ein Typ anfängt zu klatschen. Auf einmal klatschen alle. Ja, oder an der Ampel. Einer geht über Rot und dann gehen mehrere genau, noch mehr. Und ich glaube, dass ein Publikum auch teilweise so ist, dass es gibt so die Leute, die ich nenne ich so die Masse einfach. Ja. Das ist einfach so ein normaler Bürger, der sitzt da. Und dann gibt es so ein paar Leute, das sind so ein bisschen so die Anzünder. Und wenn du vielleicht mal, wenn die ausrasten und lachen, dann sieht der Nachbar sich, Digga, wie der ausrastet und fühlt sich ein bisschen. Genau, super. Und dann fühlt er sich ein bisschen lockerer und lacht vielleicht auch ein bisschen mehr, klatscht auch ein bisschen. Ja. Und wenn du einen Tag erwischt, wo halt dann vielleicht, wir sind nicht so drauf, die Location ist schlecht, es sind viele Leute auch aus auswärts da und dann hast du noch wenig von diesen Superspreadern noch drin. Ja. Und dann kann es halt mal so sein, aber wie gesagt, also voll zufrieden. Also was? Shoutouts an alle. Und dann rundum abgeschossen, was war die Eins, was war das Geilste? Stuttgart auf jeden Fall, ja. Für mich auf jeden Fall. Okay, dann haben wir das Städte-Ranking durch. Ich müsste gerade überlegen, ich glaube allgemein von den Städten ist für mich natürlich Hamburg immer auf der Eins. Hamburg sehr schön, ja. Sehr schöne Stadt, ja. Ich gehe es im Kopf gerade kurz durch. Ich glaube, bei mir wäre Hamburg, Wien, Köln, dann wäre München. Du machst von Beste zu Schlechteste? Ja, ich mache gerade von Beste zu Schlechteste. Köln, dann wahrscheinlich München, München, Leipzig, Berlin, Stuttgart würden sich den letzten Platz bewirken. Nee, Quatsch, Frankfurt wäre bei mir auf dem letzten Platz. Und dann Berlin, Stuttgart, ja.
Und dann so Berlin, Stuttgart. Ich finde Frankfurt nicht so hässlich. Frankfurt ist echt schön. Ich mag Frankfurt irgendwie nicht. Von Frankfurt echt schöne Ecken bis jetzt nur gesehen. Ehrlich? Ich habe halt so die, Bruder, wir wurden mal halt von hier. Hier von euch wurden wir eingeladen, von Funk, von World Wide Wohnzimmer. War ich mal mit Miguel da, weil die da dieses Erkenne den Song live hatten. Beim Hessischen Rundfunk dann, ja. Ja, stimmt, das war nicht Funk, Hessischer Rundfunk, ja. Ja, also du hast ja die, also manche Funkkanäle haben ja so, Schirmpatenschaften von großen Rundfunkhäusern und die haben dann wahrscheinlich in den, also soweit ich weiß, ist es das so geregelt, dass sie da in den Studios vom Hessischen Rundfunk da irgendwie So auf jeden Fall haben die uns da so ein viel zu großes Hotelzimmer gebucht, Bro, wo wir so diesen dummen Ausblick hatten nachts auf die Skyline. Ja. Das war halt krass und dann sind wir halt rausgegangen, weil wir abends nichts zu tun hatten und sind dann so ein bisschen rumgelaufen, Bro, und 100 Meter davon war dann halt so eine übelst süße, runde Gasse, wo dann so Shisha-Bars waren, die so mit Außenbereich, aber so ein bisschen auf cozy. So. Ja. Das war alles, was ich bis jetzt von Frankfurt gesehen habe. Auf der anderen Seite, Frankfurt Hauptbahnhof, ne, das ist natürlich aber auch der Wesens. Da wurden wir angeschaut mit einem Apfel von so jemandem, der so nach Geld gebettelt hat. Wir meinten so, wir haben kein Bargeld, wir hatten halt wirklich keins. Und dann hat so, dann, ne, dann ja, aber da bist du selber schuld. Angespuckt, aber das ist das selber schuld. Kotze gestunken, hast du gesagt. Das ist super ekelhaft. Finde ich. Ja. Wir waren halt auch zum Beispiel da in der Corner von Held der Stein, das fand ich auch cool da. War ich mit dem dann noch zu essen und so? Ist das eher nördlich? Ich weiß nicht, ist das noch? Ich glaube, man darf es ja sagen, oder? Vielleicht nicht. Nee, also ist auf jeden Fall eine Area, wo ich auch so, also da gab es halt auch so, so coole Läden, konntest cool essen gehen, sah alles so auf jeden Fall sehr städtisch aus. Das finde ich halt bei Frankfurt, das sieht immer sehr so städtisch aus. Ja, Frankfurt ist immer so eine Stadt, die ich so im Kopf habe. Habt ihr Heidi so geschaut damals? Als nee. Heidi? Ja. Ja. Es gab doch bei Heidi einen Moment, wo ein Anime, Alter. Das stimmt, ja, das ist völlig krass. Nils Holgersson auch. Vicky und die starken Männer, alles Animes, Digga. Ja, Digga, die Japaner haben so gecheckt. Alter. Die Scheiße, wer hat das geguckt, Bro? Vicky? Vicky, so eine Kacke. Vicky war auf jeden Fall geschaut, Bro. Vicky war so Opfershit. Hat immer so gemacht. Ja, er hat erst so zugeguckt, dann hat er die Ideen gehabt. Ja, auch kontrovers. Auf jeden Fall, Heidi musste doch irgendwann mal zu ihrer komischen Cousine in die Stadt ziehen. Ja. Und ich finde, da stelle ich mir immer Frankfurt vor, weißt du? Das Frankfurt ist so eine typische, wenn man irgendwie zeigen will, dass es eine so eine Prototyp-Stadt aus irgendeiner Serie ist, irgendwie Frankfurt voll, finde ich. So. Ja, das ist halt am ehesten das, was so in dieses Großstadtmetropole genau. Bild voll, reinpasst. Genau. Ja, durch die Wolkenkratzer. Ich finde Frankfurt, genau. Weil wir waren ja letztes Wochenende in Frankfurt. Und ich finde, wenn du von außer Frankfurt raufguckst, ist geil. So dieses Skyline ist geil. Man fährst rein und es ist immer für mich große Ernüchterung. Ich finde es aber, es sollte mehr so, ich weiß nicht, wie gut es jetzt ist, irgendwie so vom Ding her, aber von der Optik her, sollte es mehr Hochhäuser geben in zum Beispiel Berlin. Das verstehe ich auch nicht, warum das irgendwie verboten wird, Bro. Also, ich meine, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum das in Deutschland so. Also ja, wegen irgendwelchen Baugenehmigungen oder was. Ich glaube, in Berlin ist das irgendwie, weil die das nicht so vom Stadtbild her so wollen. Ja, ja. Weil es halt nicht dieses eine Zentrum gibt, sondern diese turbophilen verschiedenen. Ja, Bro, aber ist es in New York nicht genauso? Gibt auch verschiedene Ecken halt, wo es da ist. Ja, aber das ist schon diesen Business District, das ist schon ein bisschen geplant. Also eher Manhattan. Manhattan ist auf jeden Fall schon mal höher gebaut als der ganze Rest draußen drumherum. Und hier, es ist aber allgemein so bei amerikanischen Städten, dass das Zentrum immer höher gebaut ist. So beispielsweise so Dallas oder so. Sieht halt fresh aus, ne? Dallas, ja, Austin. Bei den Amis ist das halt, die haben halt den Vorteil, dass die Städte halt wirklich teilweise erst dann entstanden sind. Ja, voll. Als man schon gecheckt hat, wie man eine Stadt baut, so. Ja, oder halt nach diesem typischen Prinzip. Ich glaube, gerade was so Verkehr und so angeht, wenn man mal so Amis zuhört, also wenn ich so Joe Rogan höre, Digga, die klagen immer so krass über den Verkehr in L.A. und so. Ja, aber ich auch, glaube, weil die Amis auch, und jetzt muss ich stigmatisieren, die Amis können auch alle kein Auto fahren. Das stimmt, aber die haben halt die Städte alle in diesem Grid-Muster gebaut, so wenn man bei City Skylines loslegt. Aber das ist halt nicht unbedingt so das Beste, dann halt auch immer für bla bla, keine Ahnung, manchmal ist es auch schöner, wenn eine Stadt so organisch wächst, wie du es in Europa hast. Total, ne? Ja. Finde ich auch schöner irgendwie. Ich vermisse wirklich die Hochhäuser und gerade in so einer Stadt wie Berlin. Von mir aus sagt doch, wir machen Marzahn platt, das wird jetzt unser Hochhaus-Area oder so. Okay, macht aber, die Bosen. Aber Real Talk ist halt, da wirst du halt super viel so Wohnraum ficken, ne? Das geht halt nicht. Aber ich meine, es gibt doch jetzt. Halt Topo, in Marzahn wohnen halt. Ja, okay, und das war natürlich jetzt ein Spaß mit Marzahn. Ja. Aber ich meine, es gibt ja jetzt schon so. Marzahn zum Beispiel abschaffen. da, wo das Universal-Gebäude ist, da, wo irgendwie Sony ist. Das sind doch schon krasse Firmengebäude. Einfach das nehmen und höher machen. Ja, Mann. Ja. I guess. Ist ein Vorschlag von mir. Wählt mich zum Bürgermeister nächstes Jahr. Also, Dominiks. Stell dir vor, da wäre so ein Bild von so einem Wahlzettel. Und da ist einfach so Dominiks Gesicht. Und da steht da einfach, das hier nehmen und größer machen. Ja, Digga. Mehr Dominik Hochhäuser. Reetzmann für mehr Hochhäuser. Mehr Hochhäuser für Berlin. Wählt mich.
Was mich noch interessiert, weil ich das Thema auch noch irgendwie wir kommen nicht drum rum, ich wollte es auch noch mal kurz anquasseln. Wir können jetzt nicht wahnsinnig drüber erzählen, weil das ganze Ding ja erst so richtig rauskommt jetzt. Aber Samuel ist wild. Damit habe ich ja null gerechnet, dass jetzt kommt. Ich dachte, du willst irgendwie drauf ansprechen, auf die Anschuldigung, dass wir was miteinander hätten oder so. Ey, Bruder, das hat er jetzt gar nicht erwähnt. Das ist ja keine Anschuldigung, das ist ja Scheiße. Fuck. Das ist ja ein Fuck, deswegen mal gegenseitig beieinander beigeht. Mal ohne rum beigehen, ne? Ich finde, beigehen ist so ein Wording, was auch Zabi hier reingebracht hat irgendwie. Das kann sein, hat sowieso sehr viel, glaube ich, in unserer Lingo verändert. Hat auf jeden Fall viel in meinen Gehirnzellen kaputt gemacht. Ja, das auch. Und das wird eine Anklage noch geben. Dumm gemacht. Das wird eine saftige Anzeige geben noch. Ja, Sam, was willst du wissen? Was willst du wissen, Chef? Ey, ich will so vieles wissen. Tag 1. Ja. Weil ich hatte immer, pass auf, mein Eindruck von außen, von Sam Wells Wild, ohne dass man zu viel... Weißt du, wie lange wir geschafft haben? Ja. Ohne dass man zu viel verrät. Aber ich war schon der Meinung, ich meine, man hat es ja schon, man kann sich ja schon denken, ihr wart jetzt nicht allzu kurz drin, so wie ihr halt wieder rauskamt. So, ihr habt ja ordentlich dazu können abgenommen. Wir nicht sagen. Eben, ja, genau. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, so weil ich sag mal, es wurde ja, ihr wart ja so als Underdogs so angesagt. Mhm. Und ich habe mir auch schon gedacht, eigentlich so, weil wir da vorhin noch drüber geredet hatten, dieses, ey, euch nervt's halt oder dich speziell nervt's, wenn du irgendwie einen nutzlosen Tag hast. Oder einen Tag, der wasted ist. Wenn du irgendwie Zeit verschwendest, in dem du kein Content machen kannst oder sowas. Ja. Ja, weil es war in diesen drei Wochen, wo wir halt in Kanada waren, auf jeden Fall crazy. Ja, pass auf. Und da habe ich mir halt gedacht, guck mal, Kevin will doch diese Zeit safe nutzen, dass er da möglichst lange drin bleibt. Sonst würde er sich nur diese Tage, die er dann irgendwie im Hotel chillt und nicht mal sein Handy großartig benutzen darf oder irgendwas posten darf, würde ihn komplett abfacken. Und da habe ich schon an dem Punkt gedacht, ja, die werden länger auf jeden Fall drin bleiben, als ich überhaupt dachte. Ist das tatsächlich so gewesen oder was hättet ihr dann gemacht? Also, Bro, wenn ich jetzt da... Also, können wir jetzt nicht so... Kann, ich glaube, das kann man schon sagen. Wir sind jetzt nicht an Tag 1 rausgegangen. Nee, ne? Klar. An Tag 3 nämlich. Also, es hätte mich... Also, ich kann so sagen, auch schon alleine die Tage vor Seven vs. Wild, wir gehen rein, da waren wirklich Tage, Bro, die waren einfach krank unnötig, Digga. Wir hätten Real Talk 2 Tage später oder so einen. Also man hätte das alles ein bisschen besser planen können. Die Planung war wirklich hart scheiße, Bro. Ja. Kann man wirklich auch mal so sagen, Digga. Ja. Also, da geht wirklich leider kein Shoutout raus. Das da, war wirklich verkackt. Aber das war eine andere Produktionsagentur. Genau, die Leute, die in der Öffentlichkeit als Produktion stattfinden, die können da gar nicht so krass viel für. Ja. Es geht mehr um die Leute, die so ein bisschen Leute im Hintergrund sind. Die hat man auch nicht so gesehen und so. Und ich meine, die haben wahrscheinlich halt auch versucht, ihr Bestes zu geben, aber das war halt leider scheiße. Ja, muss man wirklich, also ich will wirklich nicht, ich rede immer sehr in Extreme und sage mal zum Beispiel bei Vicky und die Hurensöhne da, das ist obvious jetzt nicht so eine schlechte Serie. Ich glaube, die Serie hieß nicht so, Kevin. Also Vicky und die starken Männer, genau. Ja, das war ein Spin-off. Die starken Hurensöhne. Obvious meine ich vorhin, das ist halt eine Opferserie. Bro, die war halt okay halt, so 6 aus 10 oder sowas. Ja. Aber man muss wirklich sagen, also bei dem stimmt das extrem einfach. Die Organisation, Bro, war wirklich gottlos scheiße. Ja, also, ja. Bruder, ich sag das ehrlich, ich glaube, hätte ich das organisiert, dann, also hätte ich mich als eine Person darum gekümmert, zum Beispiel, wäre ich, es gab so Personen, die sich so mäßig um uns kümmern sollten, als Beispiel. Ja. Dann hätte ich das gemacht, glaube ich, hätte ich das ein Stück weit besser gemacht. Auch nicht geil, aber ich hätte es, glaube ich, besser hinbekommen. Ja. Bro, das war so, du musst dir vorstellen, als das kann man ja schon alles sagen, das wird noch im Behind the Scenes vielleicht ein bisschen irgendwie aufgegriffen, keine Ahnung. Ja. Bruder, du musst dir vorstellen, es war eine Nacht vor der Aussetzung, also beziehungsweise der Abend vor der Aussetzung. Wir wussten gar nicht, was noch abgeht. Es war alles durcheinander. Es hieß irgendwie, hier muss jetzt irgendwie die Flasche demnächst fertig sein. Auf einmal nicht mehr. Und dann, Bro, war es auf einmal 1 Uhr nachts. Ja. Und wir waren so, ey Leute, wir wären morgen ausgesetzt. Es wäre turbo sick, wenn wir nochmal was zu essen hätten. Ja. Und dann haben die so, die dann auf unsere Nachfrage haben die dann auf was zu essen bestellt. In die Hotellobby, Bro. Wir hatten nicht irgendwie ein Restaurant oder so wenigstens noch, sondern in die Hotellobby, was ja an sich okay ist. Bruder, die räudigste Pizza. Und dann kam auch niemand auf die Idee, mal irgendwie wenigstens mal 2 Pizzen vegetarisch zu machen. Bruder, war alles Salami. Und ja, dann haben wir halt, wir hatten, also zum Beispiel Wieland und ich waren halt vegetarisch. Bruder, da haben wir uns halt so Selfmade-Margarita gebaut, Alter, und haben da so die Salamischeiben runtergemacht. Es war ganz gottlos. Es war tatsächlich so, dass wenn von uns kein Input gekommen wäre, hätte es kein Essen gegeben dem Abend. Oder am nächsten Tag sollte ja die Aussetzung sein. Ja, ist ein bisschen schlecht. Ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, da wird es auch viel in Reactions dann noch geben von uns und sowas. Aber das war auch zum
richtig langen Zeit an diesem Abend war es auch unsicher, ob es überhaupt eine Aussetzung gibt oder so ein Projekt überhaupt stattfinden kann und also sowas. Also noch ein Behind-the-Scenes kommen, glaube ich. Genau, aber da wird noch, aber es war jetzt nicht aufgrund des Skandalfalls, der heiß diskutiert war. So nee, das war dann abgehakt, man hat gesagt, schmeiß den Spinner raus. Halt. Aber das hat eigentlich gar nichts zu tun. Das war so, also dieser Skandalfall, was du meintest, mit wo hier euer Kollege rausgeflogen ist zum Glück, das war wirklich so, die haben einfach, der ist einfach, auf einmal war der dann quasi nicht mehr unter uns. Die haben einfach so gesagt, das fand ich, das haben die wirklich, das wollte ich gerade sagen. Da ist die mega professionell gelöst. Clean gewesen, das hat die Orga einfach gut gemacht. Das wurde dann wahrscheinlich einfach Bro, gesagt. Real Talk, es gab diese Anschuldigung. Ja. Und es wurde angesprochen, also Ann-Kathrin, also Affe, kam dann, glaube ich, zu denen gegangen oder so, meinte so, hey, ist es das und das passiert? Ja. Wir alle haben das ja auch gesagt. Und wir haben halt auch dann natürlich gesagt, ja, es ist genauso passiert. Wir haben es ja auch so gesehen. Haben gesagt, schmeiß den raus, ne? Und, Real Talk, ab dem Punkt, wir haben den nicht noch einmal gesehen, Bruder. Der war auch, das war für uns, war das gar kein Thema. Wir haben den nirgendwo irgendwie sehen müssen. Das wiederum wurde richtig professionell gelöst. Das war geil. Also der wurde dann einfach relativ zügig so keine aus Ahnung, dem wir ganzen. Nicht. I don't know. Bro, keine Ahnung. Der hätte Real Talk auch, die hätten den noch verschwinden lassen können mit Betonschuhen im Fluss, Alter. Ja. Wirklich, wir hätten es nicht. Er war weg auf einmal, ja. Nee, okay, das war gut, wurde gut gelöst, aber es gab auf jeden Fall hier und da echt. War nicht viel und da, eigentlich die ganze Zeit echt richtig viele Abfucks und sowas. Deswegen, also ich muss sagen, die Zeit vor der Aussetzung war echt nicht so optimal. Also es war nicht so, dass man sagt, boah, wir waren richtig ausgeruht, wir waren richtig gut ernährt und sowas. Ja. Wir saßen da wirklich halt noch 1.30 Uhr, weiß ich noch, kriege ich richtig noch PTSD-Schübe, wenn ich da dran denke. Wie wir da nachts noch sitzen und die Flasche packen, weißt du noch? Wirklich auch spät. Bild. Soll ich euch das Bild zeigen? Ja, vielleicht kannst du das ja dann einblenden. Das ist vor Aussetzung. Da gibt es so, okay, dann blenden wir das ein. Es gibt ein so ein legendäres Bild, oder ich zeige es euch jetzt ganz kurz. Ja. Ich glaube, ich finde das easy. Das ist ein legendäres Bild. Da sitzen Dominik und ich, sitzen da einfach und bauen diese Flasche. Ich habe Dominik so fotografiert, wie er diese Flasche da so zusammenbaut. Du bist gerade mit deinen Schuhen auf dem Kabel drauf. Oh, das kann sein. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, das war halt in der Nacht vor der Aussetzung richtig spät schon und jeder wusste. Oh mein Gott. Und und jeder wusste halt, ey, wir müssten eigentlich jetzt schon schlafen, dass wir halt morgen fit sind. Und stattdessen sitzt du da und baust die Flasche, die dich dann zwei Wochen lang protecten soll, irgendwie durchbringen soll, so. Ja. Also völliger Wahnsinn, völlig kranke Scheiße. Und ohne zu viel zu spoilern, das ist uns auf, also, was denn? Ja, irgendwie haben wir Adler so, gehört oder dachte, so. Ich dachte, ich soll das jetzt nicht sagen. Nein, alles gut. Aber ich sag mal. Nee, der Typ, der hinten pfeift. Ich sag mal, wir haben auch ein bisschen sloppy die Flasche gepackt dadurch. Also wir hatten auch einen Nachteil auf jeden Fall. Ja, beziehungsweise hat man halt, als man dann drin war, gemerkt, oh shit, die Sache brauchen wir gar nicht, von dem hätten wir mehr mitnehmen können. Okay, das ist ja sowieso, aber wir haben auch gemerkt, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, hätten wir ein bisschen mehr Zeit gehabt und es wäre ein bisschen organisierter gewesen mit dem Packen, hätten wir, glaube ich, Vorteile gehabt. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, so, es war halt alles, wie es ist, so, ne? Nachher kannst du immer sagen, hätte, Fahrradkette. Hätte heute nicht geschissen. So. Ja. Aber es war eine Erfahrung. Würdet ihr das nochmal machen? Auf gar keinen Umständen, Bruder. Ich glaube, mir könnte jemand jetzt 300.000 Euro hinlegen, ich würde es ablehnen. Ehrlich? Der Schwabe. 300.000 würde ich. Also für eine hohe Geldsumme würde ich dann sagen, ja, fuck it. Also es muss schon eine sehr hohe Geldsumme sein. Ja, auf jeden Fall. Also es muss, okay, für 300.000 würde ich es, glaube ich, schon machen. 300.000 ist eine schöne Eigentumswohnung in Wanne-Eickel. Für 300k würde ich schon machen. Ich sage, Real Talk, für 100k würde ich nicht machen. 300k steuerfrei würde ich machen. Okay, ja, das wäre was anderes. Okay, Steuer, 300k? 300k, nein, 300k steuerfrei. Ja, dann wäre ich, glaube ich, da. Also mir ist es wirklich ein absolutes Rätsel und ich glaube, das war es ihnen selber dann auch, wie Knossi und Sascha das nochmal annehmen konnten. Ja. Man hat wirklich richtig im Voraus gemerkt, also die Tage, bevor wir ausgesetzt wurden, dass die beiden realisiert haben, was sie da getan haben mit dieser Entscheidung und die waren wirklich blass und denen war wirklich Angst ins Gesicht geschrieben. Ja. Krass. Wir haben uns die ganze Zeit gewundert bei der Hinreise, Knossi und Sascha waren so schlecht drauf, also nicht schlecht drauf, aber die waren so missmutig. Bisschen anders als sonst, als man die jetzt so kennt und wir waren so die ganze Zeit so, so was los, so mäßig. Haben wir es verstanden. Okay. Dann haben wir es auf jeden Fall verstanden. Okay, check. Freunde, wir kommen langsam Richtung Ende. Mit euch beiden habe ich in der ersten Staffel schon das Cornerbuch gemacht, deswegen werde ich es hier jetzt nicht nochmal wiederholen. Mhm. Nichtsdestotrotz könnt ihr einen Song in die Cornerliste reinpacken. Ja, da möchte ich, ich glaube Violent Crimes heißt es, von Kanye West reinpacken. Oh, ist das nicht mit Cuddy gewesen? Und dieser Frauenstimme? Es gibt diese Frauenstimme, ich weiß nicht, das ist so ein Künstler, der packt nicht so die, also da stehen die Features manchmal nicht mit drin. Aber ist das die Frau mit dieser geisteskranken Hook im Outro? Ja.
Ich weiß nicht, ich spiel's jetzt nicht ab, oder? Ich kann's später drunter legen, aber ich spiel's zwar nicht ab. Ja. Ich pack's auf jeden Fall drunter. Rezwan, hast du was? Ich hab noch schnell was rausgekramt, aber es ist auch ein richtiger Banger. Oldschool-Banger von Outkast, So Fresh, So Clean. Oh, sehr, sehr schön. Das kam in dem Musical, wo wir drin waren. So fresh und so clean. Das ist ein geiler Song. So fresh und so clean. Das kam bei dem Musical, den wir drin waren. Ja, aber den Song hatte ich nicht so richtig auf dem Schirm. Auf jeden Fall, ich habe das nochmal zugehört. Ich finde Hey Ya von Outkast, das ist unpopular Opinion, glaube ich. Ich hasse das. Ehrlich? Was? Also, es ist ein guter Song, aber der fuckt so krank ab. Nein. Wurde weißt du, so durch so 9000 Minecraft-Intros gezogen, Bro. Ich kann es nicht mehr. Nein. Weißt du, was ist das Boss House Cover? Das kenne ich nicht. Das kenne ich zum Glück nicht. Doch, Boss House ist Industry Plan von The Voice of Germany. Kannst mir nicht erzählen, dass die vorher existiert haben. Niemals. Genauso wie Ray Garvey. Kein Schwanzkante Ray Garvey. Wir haben sogar drüber geredet, über diese ganzen Dinge. Wir haben doch auf dem Weg nach Frankfurt haben wir mit Anna drüber geredet, mit Anna und dem Freund. Ja, genau. Haben wir drüber geredet, dass es so Bands gibt, wo man sich nicht vorstellen kann, dass da einer unironisch zum Konzert geht. So, das ist so Raymond, da hat keiner hat gesagt, ich bin Raymond-Fan. Ja, oder die Band von Ray Garvey. Kennt irgendwer Boss Hoss außerhalb von Voice of Germany? Nein. Nicht mal Leute, die Voice of Germany gucken. Ich frage mich, ob es wirklich Leute gab, weil es gibt diese deutschen Bands, ob es wirklich Leute gab, die einfach sagen, du, weil ich habe das noch nie von jemandem gehört, du, nächstes Wochenende, ich sag dir was, da gehe ich jetzt aber auch richtig geil auf ein Silbermond-Konzert. Silbermond check ich schon. Revolverheld ist auch nicht. Ich glaube so Annette 43, die auch Tupper-Partys veranstaltet, die bucht sich da halt eine Karte, dann holt sich eine Karte, geht mal zu Bossos. Ja. Aber ich glaube, das war's dann auch. Das einfach vielleicht bei uns nicht so krass statt. Vielleicht gibt es Bubbles, wo die so Tupper-Partys machen und dann so, weißt du, und da ist es so ein Megading. Und dann läuft so Annette Louisiane so im läuft Hintergrund dann oder so. Und dann wird dann so langsam, werden dann auch die Sextoys aus. Könnte man vorstellen, dass Bosses, wir müssen halt aufpassen, wenn wir Flame nachher fängt Bosses wieder auf Twitch an zu streamen und dann kriegen die Clips von ihr gezeigt. Oh ja, wir hatten den Elton Instagram. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Bosses vielleicht auch an einem Punkt in der Karriere sind, wo die einfach schon privat auf Tupper-Partys gebucht werden können und da auftreten für, sag mal, ein Huni und ein heißes Sandwich und ein Getränk. Und eine Tupperdose. Ey, Mann, diese Armen, ich glaube, die sind voll korrekt. Natürlich. Ich glaube, das sind voll die Arzen. Ich glaube, nett sind sie alle. Das ist auch keine Privatperson-Kritik. Das ist nur, dass man sagt, die Musik ist halt scheiße. Ich kenne nicht mal Musik von denen. Warum warst du eigentlich gemeint zu Elton, Rezwan? Ich habe mit Elton alles geklärt. Ja. Und wir haben auf Insta mit ihm geschrieben und wir sind richtig dicke Buddies jetzt auch. Digga, das hat mich am meisten gekillt, dass du einfach so in so ein, ich sag mal, in so Schwierigkeiten mit Elton kommst. Ja. Dass das überhaupt mal so ein Thema wird. Damit rechnen können, dass Elton auf einmal anfängt, auf Twitch, Bro, über seine PlayStation 5 Rainbow Six zu streamen. Das konnte mit einer 1 cm mal 1 cm großen Facecam rechts. Du hättest mir alles erzählen können, aber das hättest du mir nicht erzählen können. Ich hab so einen Clip gesehen, wie Elton so per Festnetz so Bernhard Hohecker anruft und die zusammen zocken wollen. Ja, Bernhard Hohecker saß auch mit im Streamer. Ja, wie geil ist das, dass Bernhard Hohecker einfach rumkommt und die zocken. Bernhard Hohecker geht seit 496 Tagen in Row jeden Tag Bahn. Nein, das ist Wiegald Boning. Ach, sorry, hab ich verwechselt, ja. Shoutouts Wiegald, Alter. Es gibt auch einen Clip, da ist Elton am Zocken. Der steht doch immer draußen und so. Das ist vollkommen geil. Es gibt auch einen Clip, da ist Elton so am Zocken, da läuft im Hintergrund jemand im Wäschekorb durch und dann guckt Elton so und sagt, ah, das war meine Mutter. Ja, stimmt, das hab ich auch gesehen. Da haben Leute geschrieben, das ist der neue Romatra. Ja. Auf jeden Fall Shoutouts, es ist alles geklärt. So. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Richtig, Alter. Und an der Stelle möchte ich mich vielmals bei euch bedanken, dass ihr mit bei der Folge dabei wart. Jetzt kommt auch die Sonne langsam raus. Ja, cool, jetzt wollen wir aufhören. Jetzt wollen wir aufhören. Perfekt. Ich mach mal den hier. Hey. Jungs. Danke für die Einladung, Chef. Ich küsse euer Herz. Danke. Super. Und dann könnt ihr den Podcast auch gerne hören auf allen Podcast-Plattformen. Natürlich auch auf YouTube. Natürlich auch mit der Videofunktion auf Spotify. Und bis dahin verabschieden wir uns. Macht's gut, euer Henkmann. Tschüssikowski. Ciao. Freunde, wir sind auch schon in der Endcard. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, ihr wisst, wie es ist. Ihr könnt den Podcast auch auf allen Podcast-Plattformen bewerten. Wir sind überall vertreten, überall unterwegs. Hier kommt ihr zu einem Video von Deep und Deutlich mit Affe mit Bike. Da redet sie über ihre Zeit bei Seven Worlds Wild und den Skandal, der dort passiert ist. Und hier drunter kommt ihr zur letzten Corner-Folge. Bis dahin, macht's gut, euer Henkmann. Tschüss!